So, wir schauen einfach mal, wo uns das Gespräch hinführt. Wir haben immer diese zwei Seiten, wo ich von vornherein sage, die einfachen Sätze, die verstanden werden müssen, die ich immer wieder wiederhole, wo es auch nichts zu diskutieren gibt. Man sollte sich ja mal bewusst sein, was Intelligenz bewusst machen, was Intelligenz eigentlich bedeutet. Ja. Und ich glaube, da steigen wir jetzt einmal ein. Ich sage jetzt will ich erzähle es den, der sich dieses Gespräch ausdenkt, weil der Einzige ist, der das Gespräch jetzt in dem Moment erlebt. Und alles, was du dir ausdenkst, sind Informationen von dir wie dieses Gespräch. Und du wirst merken, dass das, was du bisher intelligente Menschen genannt hast, was ich Trockennasenaffen bei eigener unbewusster Definition nenne, vorausgesetzt, es ist ein Geist im Hintergrund. Und jetzt ist eine ganz einfache Erkenntnis. Es gibt ein verbindendes Parameter für alles, was du dir ausdenkst. Die ganze Menschheit besitzt nur einen allereinzigen Geist. Das ist der, der diese Menschheit in sich erschafft, indem er an die Menschheit denkt. Vorausgesetzt, du hältst das erste und das zweite Gebot. Da geht es jetzt nicht um das Judentum oder um das Christentum oder um den Islam, der ja auch aufbaut auf diesen 10 Geboten Gottes. Ein geltendes Recht für jeden Moslem, das immer wieder nur einstatten kann, mach dir kein Bild von Gott, heißt, mach dir kein Bild von dir selbst. Das ist Geist. Und sobald du an dich denkst, erschaffst du dich als einen Gedanken von dir selber und dann fängst du an, so wie du dich selbst blau gelesen als Trockennasenaffen ausdenkst, die Maßsetzung deines anerzogenen Wissens, denkst du dir jetzt auch ein heliozentrisches Weltbild aus und all diese Dinge existieren immer nur in dem Augenblick, wo du sie denkst. Das ist eigentlich ganz simpel und einfach. Und wenn du das jetzt jemandem erzählst, auf der Bröselebene, wie ich das nenne, wirst du gleich einmal testen können, wie die darauf reagieren, wie unendlich hartnäckig die dann trotzdem felsenfest davon überzeugt sich, sich hundertprozentig sicher wähnen, in dem Wahn wähnen, dass ein Gedanke, den sie denken, zum Beispiel eine Erdkugel, dass die auch dann da außen existiert, wenn sie nicht an die Erdkugel denken. Und die Ja. sehen es als hundertprozentig sicher an. Und ein Wesen, ich nenne das jetzt einmal ein Wesen, eine Figur, die in deinem Bewusstsein auftaucht, die das nicht registriert und nicht wahrhaben will, ist einfach nur eine tote Existenz. Lass die Toten ihre Toten begraben. Das ist die Masse der Menschen, die du dir ausdenkst. Ja. Und für die Masse, die wir uns jetzt ausdenken, ist Holofeeling nicht gemacht. Holofeeling ist nur für den, der sich jetzt ganz bewusst in dem Augenblick sich bewusst ist, dass er sich das ausdenkt, was er jetzt hört. Das ist meine Metapher mit dem träumenden Geist. Und wir schauen uns jetzt einmal die Intelligenz an und du wirst dich wundern, wie tief die Worte gehen. Es ist ja in dem vorhergehenden Selbstgespräch, ist wieder alles drin. Ich habe die letzten Selbstgespräche unendlich kompakt angelegt. Da ist diese kleine Sache mit dem Weißenburg. Mit dem Pastor. Das ist übrigens sehr interessant, dass man sich dieses Video ganz anhört. Es sind halt immer Predigten und es sind normale Menschen, die über eine Vergangenheit reden, die sie sich ausdenken, mit der sie ja, mit dieser Vergangenheit sie ja angeblich nach eigenem Glauben nichts zu tun haben, weil das war ja schon bevor sie sich das in die Vergangenheit gedacht haben. Das waren so Sachen in dem letzten Selbstgespräch, wo ich auch darauf hingewiesen habe, dass es de facto nur hier und jetzt eine Vergangenheit geben kann. Und zwar in dem Moment, wo du an eine Vergangenheit denkst. Das ist jetzt verstehendes Wort Fakt. Was ist ein Fakt? Ein Faktum. Tausende Male habe ich das erklärt. Es ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Und die Tatsache besteht darin, die Tat besteht darin, dass du Geist, rot gelesen, jetzt in Verbindung mit deinem Intellekt an irgendetwas denkst, das heißt aus deinem Schwamminhalt, aus deinem intellektuellen Wissen, irgendetwas herausdenkst, meine Computermetapher, etwas zur Anschauung bringst, auf deinen eigenen Beelit im Kind, Schirm. Das ist es Faktum. Und nicht, dass das, was du denkst, auch dann da außen ist, wenn du nicht dran denkst oder ist schon wahr, bevor du es gedacht hast. Ja. Dann habe ich darauf hingewiesen, jetzt in unseren bewusst ausgedachten Märchenbücher, Bindestrich Geschichtsbücher, was eigentlich nur Bücher sind oder Internetseiten sind, die immer nur hier und jetzt auftauchen können. Dass seit Menschengedenken, das will ich nur noch mal wiederholen, wenn irgend Kriege waren, die nie in der Vergangenheit waren, sondern das jetzt eindeutig Gedanken sind, die wir denken. Wir, sage ich immer, ich und du gleichzeitig, weil wir eins sind.
dass immer der Gewinner des Krieges in diesen Geschichten letztendlich bestimmt hat, was die Ursache des Krieges war, wer der Böse war. Und ich sage, hätte jetzt der Hitler den Krieg gewonnen, wir machen einmal die zwei Seiten und nicht die Alliierten, dann wären die Alliierten die Bösen gewesen und dann hättest du eine komplett andere Geschichte. Und beide Seiten, wie in einem Videospiel, sind gleichzeitig auf dein Matrix-Programm drauf. Das ist wie beim interaktiven Videospiel und du hast halt nur diese Spur, die du dir in die Vergangenheit denkst. Bei Holofeeling geht es niemals darum, ob was richtig oder verkehrt ist, sondern nur zuerst, was ist jetzt eigentlich? Und jetzt schauen wir uns mal die Intelligenz an und du wirst dich wundern, was die klassische Etymologie ist, wie es normalerweise übersetzt bei dem Einfachen, was ich übrigens auch im Bindu drinstehen habe, dass du, wenn du was überprüfst, das gleich findest. Und was dann passiert, wenn wir uns das genauer anschauen, das ist übrigens auch hier in dem letzten Selbstgespräch, wo ich auf das Weißenburg eingegangen bin, wo ich dann sage, ich drehe das Glas. Ich drehe natürlich nicht das Glas, wo ich das Weizen einschenke, sondern die Flasche. Ich habe mir dabei aber was gedacht, weil das Glas beginnt ja, eine Flasche ist ja auch aus Glas und es beginnt erst einmal mit GL und es ist eine Welle. Ich erschaffe eine Welle. Einfach das vorhergehende Selbstgespräch nochmal anhören. Und die Flasche ist natürlich dann ganz interessant, weil das beginnt schon mit unserem FLA. Das ist dann das Wunder. Und dadurch kriegst du dann das Wund-R, eine Beule schlagen. Genau. Das Traum-A, das ja eigentlich im Griechischen eine Beule schlagen hast und jetzt kriegst du dann schon deine Gedankenwellen. Oh. Es wäre jedes, ich habe mehrere Male schon erwähnt, wenn wir jetzt irgendeins dieser Selbstgespräche nehmen und lassen es wie ein Video laufen, dann halte ich das an und dann kann ich alles, was ich erkläre, nochmal extrem auffächern, weil du kannst es nur verstehen, wenn du in die Tiefe gehst und wenn ich immer sage, ein Wort braucht 400 Seiten, was kann ich dann während eines Kontextes von dem Wort eigentlich erklären? Gar nichts. Aber das macht schon wieder Angst und ich sage, es geht einfach gar nicht um die Filwieserei in der Tiefe eines Wortes, sondern sagst du mal darum, was ist jetzt da und wie reagiere ich drauf? Das sollst du beobachten. Ja. Und dann kommst du da in einen Flow und wir schauen jetzt mal, jedes Wort in sich selber ist ein arithmetisches Puzzlestück, dann auch arithmetisch, dass du komplett nachvollziehen kannst, dass genau den Kontext im Hintergrund birgt, den ich dir in ganz einfachen Worten erkläre. Es ist auch, wenn einer, ich sage immer, wenn einer diskutieren will, hört er nicht zu. Ja. Diese Filmgespräche, und ich rede jetzt wirklich immer auf der Brüsselebene von Brüssel zu Brüssel, wo Menschen in Kleinigkeiten, Menschen blau gelesen, in Kleinigkeiten einfach mit aller Gewalt etwas nicht wahrhaben wollen. Das ist der Weidezaun, wo du dich festhältst, wo du meinst, es ist deine Sicherheit, dein Wissen, das du gelernt hast in der Schule. Das ist geistlos nachgeäffte Hirnwichserei von irgendwelchen von dir ausgedachten Menschen, die du deine Lehrer nennst, die übrigens auch von dir erschaffen werden. Mhm. Das ist ja die Spiegelung des Zirkelschluss. Auf den wollte ich eigentlich eingehen, da habe ich im letzten Selbstgespräch angefangen und da bin ich wieder weggeglitten, weil ich während der Erklärung ich immer wieder darauf hinweise, dass ich merke, dass ein Wort von dir sehr einseitig fehlerhaft ausgelegt wird und wenn du den kompletten Komplex nicht verstehst, dann landest du von einer Sackgasse in der nächsten. Also mir schalte ich, tue jetzt einmal den Bildschirm übertragen, dein Beginnen und dann schauen wir uns das einmal im klassischen in Wikipedia die Intelligenz an. Das ist Intelligenz vom Lateinischen Intelligere, erkennen, einsehen, verstehen, wörtlich wählen, zwischen, da haben wir jetzt schon das Nihilo, die Creatio, Creatio heißt ja eigentlich etwas auswählen in der tiefen Inneren, vom Lateinischen Inter, zwischen, ja. ZW, der Befehl zu schlafen, heißt das auf Hebräisch. Wir wissen das. ZWAF, die Geburt von was doppelt aufgespannt und Ischen ist ja Isch, Gestalt gewordene Existenzen, heißt dann alternieren und Schlaf werden. Und schlafen. Das, was ich hinträume. Und Legere heißt lesen und wählen. Etwas auswählen. Das, diese klassische Übersetzung erwähne ich auch in Ich bin du schon. Wir können jetzt da mal reinschauen, was unser DWDS sagt. Und da wird es natürlich schon interessant, die geistige Fähigkeit. Und jetzt kommt die Klugheit. Die Klugheit ist natürlich, da schreite ich der Luke schon an. Ja. Jetzt kann ich das natürlich positiv und negativ immer wieder diese vielen Zeiten machen, die Gesamtheit der intellektuellen, intellektuelle Gebildete. Jetzt ist natürlich immer wieder, wie ließ ich das gebildet? Aus GE Quadrat wird ein Bild,
Et ist eine augenblickliche Erscheinung, die erweckt wird. Ist nicht jeder Gebildete letztendlich ein Gebilde in deinem Kopf, wenn du an den denkst? Ja. Aber dann ist eine Gedankenwelle, die Gedankenwelle für dich, das GB haben wir ja tausende Male gebracht. Das ist einmal die Becken, das ist die äußere Aue. Und jetzt haben wir den Buckel vom Schild, die Erhöhung, die Erwiderung, die Felge, das Gewölbte, dann geht es in die HBH, in die Höhle, nach unten, in die Rücke, die Rückseite, Rückseite wieder nach unten, in den Sumpf, in die Vertiefung. Und dann siehst du, dass hier eigentlich, wenn du das alphanumerisch nacheinander liest, dass es eine Sinuskurve gibt. Das wird aus dem Geistmann 2. Ja. Das ist übrigens das 5 und 5 von HBH, von der Höhle. Ja. Die wird HWH, O mit den zwei Pünktchen ist ja auch unser W. Ja. Ich will jetzt nämlich nicht so in Details verlieren, wenn ich das immer wieder hier mit erkläre. Und jetzt dieses GE-Quadrat kann man dadurch lesen, der Geist ist E-Quadrat, das heißt J-C-A-I-C-H, wir zwei. Ja. Und im Kind, Beilet, ist jetzt Ed eine augenblickliche Erscheinung, die erweckt wird. Das ist jeder Gebildete, den du dir ausdenkst. Aber der ist dann wiederum nur eine Sinus, eine Gedankenwelle. Das ist aus dem Geist, wenn es erst einmal zwei, nämlich wenn Balkon, wenn Doll. Ja. Du merkst ein Wort, wenn ich sage, das war der 400-Seiten-Buch und jetzt bin ich noch in einer Kindergartensprache. Ja. Und jetzt schauen wir uns einmal dieses Wort Intelligenz. Kommen wir jetzt einmal in die Etymologie runter. Und da steht jetzt Intelligenz, einsichtsvoll, sachverständig, inne werden, verstehen, erkennen, das ist so das Klassische vom lateinischen inter, legere, das heißt also hier dieses, wie es hier so schön zwischen den Zahlen lesen, habe ich das übersetzt. Das heißt eigentlich inter als zwischenlegere, zwischen den Zahlen lesen können. Das heißt das Lesen, was jetzt nicht von einer oberflächlichen, einseitigen Auslegung hier in deinem Kopf an Vorstellungen aufgebaut wird. Das ist immer wieder so eine Sache, mathematisch. Was bedeutet mathematisch? Was ist Mathematik? Jeder normale Mensch, den du dir ausdenkst, wird dir Antworten rechnen. Warum? Weil du dir das denkst. Das sind Spiegelbilder deines Glaubens. Bist du deinen Glauben vervollkommnest? Erst wenn du etwas in dir vervollkommnest, kannst du das in andere eindenken. Hineindenken. Jawohl. Die Vervollkommnung ist eine höhere Ebene. Und ich wiederhole noch mal einen kleinen Satz, der so wichtig ist. Alles, was ich widerspricht, ist auf einer höheren Ebene was vollkommen Neues. Mein Standardbeispiel dazu ist, ein Kreis und ein Dreieck ergeben geistreich zusammengefasst, 90 Grad gedreht, einen Kegel. Ja. Und ihr alten Holofeeling-Hasen, ihr wisst ganz genau, wie oft habe ich schon gesagt, ist jetzt ein Kegel eigentlich ein Kreis oder ein Dreieck? Und der normale Mensch, wenn du fragst, die Masse sagt sowohl als auch. Und ich sage weder noch, das eine ist ein Körper und das andere sind Flächen, es sind Schattenprojektionen. Und jetzt ist es aber so, dass der Kegel als Schatten nicht nur einen korrekten Kreis und ein korrektes Dreieck hergibt, sondern auch viele, viele, unendlich viele andere Schattenwürfe, die aber genau kategorisiert werden können in entweder mehr kreisförmige oder mehr dreiecksförmige. Du musst nur etwas fantasieren. Wenn du den Kegel, wenn wir jetzt einen reinen Kreis schauen, das kleine Bild an, den Kegel nur ein bisschen drehen, dann wird aus dem Kreis schon ein bisschen eine Ellipse. Ja, dann ist es schon kein idealer Kreis mehr. Was ist der Unterschied zwischen einem Kreis und einer Ellipse? Eine Ellipse hat zwei Mittelpunkte, geometrische Mittelpunkte, aber das wird jetzt zu weit führen. Jetzt ist die wichtige Erkenntnis von der höheren Ebene. Sobald du eine Seite von den zwei Hauptseiten, das gilt für alle Sachen, solange du eine Seite nicht haben willst, zerstörst du das heilige Ganze im Hintergrund. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe immer symbolisiert, der Kreis ist rund, angenehm, gesund, schön, alle positiven Begriffe symbolisieren wir mit dem Geist und alle negativen Begriffe symbolisieren wir mit dem Dreieck, spitz, hatteckig, scharf, gefährlich. Wenn du jetzt sagst, ich will mit den Dreiecken nichts mehr zu tun haben in meiner Welt, mit dem Bösen, mit den Schlechten, mit der Kinderpornografie, mit den Verbrechern, und so weiter und so weiter, zerstörst du zwangsläufig den Kegel. Ja. Was jetzt der Kegel als höhere Ordnung ist, hochinteressant, wenn du im klassischen Sinn einen Kegel siehst, denkst du weder an Kreis noch an Dreieck. Mhm. Weil dann siehst du nur einen Kegel. Du musst dich runterschalten und sagen, ich kann den ja perspektivisch mit zwei Dimensionen auch so und so sehen. Mhm. Aber das ist normal nicht der Fall.
Und dasselbe mache ich jetzt einmal, dass ich immer wieder mein Beispiel, dass ich sage, das ganze Wissen deiner Menschheit, die du dir ausdenkst, ist letztendlich dein Wissen, weil die Menschheit, die du dir ausdenkst, kann ja bloß das Wissen, was du ihren Wissen zusprichst. Genau. Und da begehst du natürlich in vielen Fällen die große Falle, die Selbstentheiligung, indem du dir Menschen ausdenkst und sagst, die wissen viel mehr als ich. Und die Selbstentheiligung besteht darin, dass dieses Ich, an das du jetzt denkst, der Gedanke von dir ist. So ist es. Das heißt, in dem Moment, wo du dir angeblich gebildete, gescheite Menschen ausdenkst, muss im selben Moment mindestens ein Dummer da sein. Weil wir ja wieder die Welle brauchen und du sagst, das bin ich. Und damit hast du überhaupt nicht verstanden, wer du bist, dass du dich selbst entmachtest, selbst entgeistigst. Das steckt eigentlich schon in dieser Tatsache drin, dass ein Denker prinzipiell immer mächtiger ist, wie irgendein Gedanke, den er denkt. Ja. Du musst bloß wissen, was der Denker ist, und ein ausgedachter Denker ist auch bloß ein Gedanke. Da muss ja einer da sein, der sich den Denker ausdenkt. Und dann muss einer da sein, der sich den ausdenkt, der sich den Denker ausdenkt. Du merkst, du bist immer eins davor. Zumindest wenn du ich bist. Ja. Okay. Jetzt pass auf, und jetzt schauen wir uns diese Intelligenz, ich hoffe mal, dass ich da, weil das unendlich viel ist, das ist das einmal, dass wir normalerweise hier mir reingehen müssen, es wird hier gesprungen auf Inder. Mhm. Und sollte eigentlich schon aufhören, dass es aber nicht mit Inder, sondern mit Indel beginnt. Genau. Mhm. Und wir wissen, dass die Vorsilbe In im Lateinischen, Entschuldigung, zuerst einmal innen heißt, zwei Seiten, und zum Zweiten heißt es auch eine ist es auch eine Verneinung. Verneinung, ja. Das ist das klassische In. Wenn wir das In jetzt machen, dann haben wir hier In das Innere des Raums, sei es eine Tiefe oder eine Fläche, In hinein, In auf, gegen, bla 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 hinein. Und dann ist es natürlich auch noch eine Verneinung, wenn wir dann runterfahren. Ich fahre jetzt gar nicht so weit runter, weil eine Inkompetenz, sage ich immer wieder, heißt nicht, dass du kompetent bist, sondern dass du eben nicht kompetent bist. Aber jetzt sind wir bei der Intelligenz. Wir schauen uns mal, was ist da eigentlich innen, was eigentlich nichts ist. Das ist die Information oder das Individuum. Habe ich tausendfach erklärt. Ein Individuum, Individus ist das Teil, ist in dir, ist etwas geteilt. Ja. In Teilung sein heißt es. Das aber eigentlich gar nicht geteilt ist. Wenn wir jetzt eine Information zum Beispiel nehmen, heißt das, dass das in dir eine Form ist, die eigentlich gar keine Form ist, wenn ich das in als Verneinung nehme. Du landest jetzt bei unserer Kamera Obscura. Ja. Weil in dem Punkt, im idealen Punkt der Kamera Obscura, darf das nämlich, muss es ein idealer Punkt sein. Solange ich den ein bisschen öffne, kriege ich nämlich schon Unschärfe. Würde ich gerne mal extra genau erklären, aber wir wollen nochmal bei dem Wort bleiben. Also schauen wir uns jetzt ganz einfach mal das Dell an. Wir haben also innen in den Dell. Ich mache nur die ersten, du weißt, wie wir das immer aufbauen. In diesem Dell, was jetzt auch immer kommen mag, ist etwas drin, was eigentlich nichts ist. Und da hast du jetzt erst einmal die Lumo von Delus, ist eine entsprechende männliche Gottheit. Das ist unser Seher, das ist der Geistesfunken. Ja. Ausgedachterweise ist eine personifizierte, erzeugende Kraft der Erde. Der, DR heißt die Generation, R ist erweckt, DE ist Wissen. Die erzeugende Kraft für dieses generierte, erweckte Wissen. Ja. Die eine, die das Prinzip immer noch nicht verstanden hat, machen wir jetzt ganz einfach, dieses DR, die Konsonante Radix. Das ist die Generation. Interessant, auch ein Bodenbelag. Das heißt, Bo heißt in ihm Hebräisch, Bewaff, und dem hast du seine geöffnete Existenz. Das ist das hebräische Wort für urteilen. Du musst die Nulllinie, den Boden urteilen, was drauflegen. Wenn wir von der Nulllinie ausgehen, das ist die Generation. Wird normalerweise immer in Bezug auf Geschlechter bezogen. Von Geschlecht zu Geschlecht zu Geschlecht. Du generierst praktisch eine Vergangenheit raus. Okay? Ja. Das ist einmal das Erste. Die generierte R ist erweckt, beziehungsweise erwacht mit 70. Eine augenblickliche Berechnung, jetzt ist immer da unten, bloß blau lesen. Eine augenblickliche Berechnung ist das, was du wach machst, was in dir erwacht.
Und 4,70, dieser geöffnete Augenblick, blau gelesen, das ist ERD. Schaut, da steht ganz genau alles da. Ja. Diese männliche Dellum ist die erzeugende Kraft der generierten, des generierten erweckten Wissens. Mhm. Jetzt kommt der Lus. Das ist das einmal eine Fläche. Das ist das Wunder einer Kollektion. Wenn man es PLA, FLA, eine Fläche, ein Brett, das Äußere, mhm, augenblickliche Erscheinung bzw. B, ja, das Wissen Gottes, ist wieder der erweckte Körper als Erde betrachtet. Was jetzt extrem wichtig ist, ich weise immer wieder darauf hin, der nächste Sprung deiner geistigen Entwicklung, wenn du ein G-Reihe-S, ein Kreis geworden bist, wird sich der Kreis auflösen und oberflächlich betrachtet, also in Bezug auf deine Informationen, ändert sich nichts. Du hast nur verstanden, ich bin nicht dieser eine Gedanke, an den ich bisher gedacht habe, wenn ich an mich selbst denke, an diesen Körper, sondern dein neuer Körper wird letztendlich deine Erde, symbolisiert deine Traumwelt. Jegliche Form von Information ist ein Körperglied von dir selbst. Ja. So wie wenn ich jetzt, du reduzierst dich auf den reinen Trockennasen auf den Körper und du sagst, aus was besteht mein Körper, dann kannst du jetzt unendlich viele Zellen, Blutkörperchen, Lungen, Nieren, was auch immer du dir denkst. Mhm. Da sagst du, das ist mein Körper, diese Teile sind mein Körper und alles andere, was ich mir denke, ist nicht mein Körper. Auf der nächsten Ebene ist jeder Gedanke, den du denkst, jede Welle, die in jede Gedankenwelle, jede Art von Information, die in dir auftaucht, ist in dem Moment ein Teil deines Körpers. Mhm. Und das steckt genau in dem Wort Intelligenz drin. Wenn du geistreich Intelligenz machst. Ja. Das heißt, dein erwecktes Wissen wird als Körper betrachtet. Mhm. Darum ist ja auch hier diese Fehlübersetzung von dem Adam. Wenn ich jetzt, ich meine Fehlübersetzung nicht prinzipiell, das ist jetzt erst einmal hier, steht hier noch Erdboden. Mhm. Das gehört hier nicht rein. Das ist eigentlich nur der Mensch, den Gott erschaffen hat. Äußere Wert die 45. Und dieser Mensch heißt dann auch das hebräische Wort für rot. Ja. Ist definitiv Seger wenig Haber. Das heißt, er ist männlich und weiblich. Genau genommen heißt es Denker und Ausgedachtes. Gedenken, mhm, und Ausgedachtes. Wissen wir ja. Wenn ich jetzt einen hier hin dran mache, dann wird es zur Erde, zum Ackerboden. Da brauche ich aber das He hinten dran. Hier, mhm, vorne dürfte das gar nicht, das ist dann schon wieder weitergedacht. Das ist halt so, im Hebräischen sind viele Kleinigkeiten, wo ich sagen kann, wo in der modernen Zeit angepasst wurden, auch in der Grammatik. Man muss das extrem runter reduzieren. Mhm. Also gut, wir haben jetzt hier als Körper betrachtet. Du merkst, das ist jetzt hier schon mit drin. Dann ist es der Fußboden, immer wieder die Erde, die Fläche. Und jetzt diese Wörter waren natürlich sehr interessant, wenn du jetzt dann merkst, das Erdreich, Reitschel, mhm, ist immer Spiegelkollektion. Mhm. Der Geist wird rund. Wieso, ja, wird der Geist rund? Weil der Geist die Trinität ist, praktisch dieser Punkt, dieser Trinitätspunkt, wo alles rumkreist, wenn man das sieht. Ja. Mhm. Personifiziert diese Gottheit. Das ist jetzt unser Delus. Ja. Die Fläche. Mhm. Genau. Mhm. Das führt uns jetzt zu Intellectio, jetzt kommt das Verstehen. Mhm. Im Allgemeinen ist es die Auslegung. Du kannst erst was verstehen, wenn du etwas aus dir herauslegst. Mhm. Stimmt oder stimmt? Das heißt hier, dass du auf Erkenntnis beruhend, theoretisch, aber eine Theorie ist immer nur eine Sichtweise. Theorie oder Thesen sind Sichtweisen. Die Praxis ist die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist das, was du jetzt überprüfen kannst. Du bist das wirkende Licht und du hast ständig wechselnde Informationen. Darum sage ich, für mich ist nur interessant, was ist jetzt da? Mhm. Und du wirst erkennen, dass das, was da ist, sich von Augenblick zu Augenblick ständig verändert. Du kannst einen Gedanken nicht am Leben halten. Ja. Es muss in dir in Fleisch und Blut übergehen, wie man es wahrscheinlich immer sagt. Das muss dir jeden Moment bewusst sein, ohne dass du das in einer existierenden Form denkst. Weil, mhm, existieren tun ja immer nur deine Gedanken. Du musst es im Arbeitsspeicher austauschen. Du bist auch der Einzige, der die Welt, die du träumst, verändern kann. Mhm. Du kannst die unendlich vielfältig gestalten, meine Sache mit der Weltreise, aber du änderst dabei nichts am Programm.
Das heißt, du bleibst innerhalb dieser fehlerhaften Logik hängen. Du musst die Logik vervollkommnen. Und das ist, wenn ich jetzt einmal ganz grob symbolisch mein Beispiel mit dem Buchstaben H und mit dem Wort Haus. Und ich sage, das Wissen einer Menschheit symbolisieren wir mit dem Buchstaben H. Ja. Und ich sage jetzt einmal hier, das H ist das Dreieck und die Buchstaben HOS sind der Kreis. Mhm. Insgesamt beide ergeben den Kegel. Da entsteht jetzt das Wort Haus. In dem Moment, wo ich das Dreieck des H nicht mehr haben will, dann ist alles aus. Dann ist kein Kegel mehr da. Kann keine Welle mehr da sein. Wenn ich im Wellenberg wegnehme, ist nämlich auch das Wellental weg. Wenn ich oben wegnehme, gibt es auch keinen Unten. Wenn ich die Krankheit wegnehme, gibt es auch kein Gesund. In diesen Beispielen wäre praktisch die Synthese die Heiligkeit. Darum sage ich, dein Körper ist dann heil, wenn du nicht an ihn denkst. Ja. Und wenn du an ihn denkst, dann musst du dich fragen, fühle ich mich jetzt gesund oder krank? Dann bist du eins von beiden. Heil bist du, wenn du nicht an deinen Körper denkst, dann ist der Körper heil. Das ist die Heiligkeit. Alles, was nicht gedacht wird, ist in dieser Heiligkeit. Und alles, was du denkst, ist was Auftauchendes, das dann letzten Endes immer nur von 16 Perspektiven eine Seite angeschaut wird. Mhm. Also schau her, der Intellektus heißt jetzt das Innewerden. In dir drin wird etwas. Das kannst du dann wahrnehmen. Du kannst nämlich nur was wahrnehmen, wenn es eine Information von dir ist. Mhm. Jetzt ist aber die Information ist eine Form in dir, da gibt es nichts zu diskutieren. Ich muss aber die andere Seite dazu nehmen, die als Ding an sich eigentlich gar keine Form ist. Was ist eine Erdkugel, die du dir jetzt denkst, wenn du dir die nur denkst oder wenn du jetzt die Augen schließt und du stellst dir in deinem Kopf den Eiffelturm vor? Was ist der als Ding an sich? Nichts. Die Schwierigkeit ist, was ist ein Spiegel, wenn du nicht an den Spiegel denkst? Du kannst dir bewusst an den Spiegel denken, wenn du vorm Spiegel stehst, was du aber normalerweise nie magst. Ja. Als normaler Mensch. Genau. Wenn du morgens in den Spiegel schaust, siehst du dich. Du denkst an dich und du siehst dich, weil du sagst, das bin ich dann. Dann kannst du dir zwar bewusst machen, dass du das hinterm Spiegel, habe ich so oft gesagt, ja nicht bist, das ist ja bloß ein Spiegelbild von dir, weil du glaubst, du bist der vorm Spiegel. Aber du bist genau genommen weder der Form noch hinterm Spiegel, weil das nämlich gespiegelt sich komplett, das in unsere zwei Tetraeder in Null aufhebt. Das heißt, die Welle entsteht erst, indem ich dieses absolute Nichts auseinanderreiße. Schau das kleine Bild. Ja, ja. Mhm. In dem Nichts ist nichts. Es ist nicht einmal in dem Nichts, was drin, wenn wir es auseinanderreißen. Aber dieses Nichts, aus dem schaust du dann in die Richtung oder in die Richtung heraus. Dann sagst du, jetzt ist es hell oder jetzt ist es dunkel. Jetzt fühle ich mich entweder gesund oder krank. Und das kann man ja dann nochmal umdrehen, weil wir vier Phasen haben in dem Achsenkreuz. Ja. Das ist einmal das erste Spiel, wo verstanden werden muss. Und dieses Innewerden, das, was du jetzt wahrnimmst, was du merkst, Ken. Ken, die Basis. Unser Fundament, F unter. Eine Facette wird zu einer Welle, unter, lateinisch. Einfach ursprünglich aufgespannte Existenz ist eine geöffnete Schöpfung. Das ist wieder diese aufgespannte Existenz des Wissen, Ken, das Fundament. Jetzt kommt Mens, Mendio, etwas überlegen und Lügen verbreiten. Mhm. Dann fängst du an, er fängt an, etwas zu kennen, nämlich den Augenblick, du kannst immer bloß den Augenblick kennen, den du jetzt denkst, und dann kannst du auch was empfinden. Empfindung selber entsteht aber erst durch Interpretation von Reizauslösern. Ja, ja. Wenn ich jetzt Empfindung als Gefühle nehme, ich fühle mich gut, ich fühle mich schlecht, ich fühle mich Ärger, ich bin ärgerlich, ich habe Freude, das sind ja jetzt Empfindungen. Auch ja. Wärme, Kälte. Das sind aber Interpretationen. Genau. Was meine ich damit? Das ist dieses klassische Bild, dass du eine sehr einseitige Programmierung hast. Ich springe jetzt mal in den Bereich der Homosexualität. Ein altes Beispiel von mir. Wir denken uns jetzt einmal zwei homosexuelle Männer aus. Und da denken wir uns, der eine schlägt gern und der andere wird gern geschlagen. Wir nennen das Sadismus und Masochismus. Und die zwei sind ineinander verliebt, was die zwei in ihren ganz persönlichen Traumwelten miteinander machen, in ihren Schlafzimmer, ist eigentlich die ideale Verbindung für Energie. Das ist Plus und Minus, was wir brauchen. Die haben einen Heidenspaß miteinander.
Und ihr müsst klar sein, die brechen jetzt in ihrer Personifizierung nicht ein allereinziges meiner göttlichen Gebote. Ja. Ich rede nicht von diesen boshaften Kirchenauslegungen, wo Feindbilder gepredigt werden bis zum Es geht nicht mehr. Wie kann es sein, dass ich Menschen Christen nennen und höre nicht auf meine Worte? Liebe deine Feinde, Liebe, all das macht dir das zu eigen, was dir böse und schlecht und verkehrt erscheint. Mhm. Die Mosäer, wie oft bin ich darauf eingegangen? Die angebliche Ethik und Moral ist die boshafte Quelle der Boshaftigkeit in deiner Welt. Mhm. Unsere jetzt aktuelle Zeitgeschichte ist natürlich immer jetzt, wenn du das anschaust. Gerne. Mit den klassischen Massen-Mainstream, wo ich sage, diesen Linksfaschismus, der so hochgradig schizophren ist, die Demokratie hochhalten wollen. Und ich kann immer nur jetzt als Brüssel Udo, sage ich, vor 20, 25 Jahren, wenn ich darauf hingewiesen habe, dass einer der größten Feinde in der Menschheitsgeschichte diese angeblich so sinnbringende Demokratie ist. Dann sage ich immer wieder, wo sind eure Philosophieprofessoren? Bring mir einen einzigen jetzt von uns ausgedachten griechischen Philosophen, so wie du das jetzt ausgedacht an deutschen Universitäten oder weltweit lernst. Bring mir einen einzigen, der nicht, wenn es über politische Systeme geht, der nicht darauf hinweist, dass die Demokratie eine riesen Arschlochkarte ist, wie du immer fränkisch sagst. Ja. Es ist nach der Tyrannei, der Diktatur, die zweitschlechteste Staatsform, die es überhaupt gibt. Ja. Das lehren die alten griechischen Philosophen. Wie kann das sein, dass einer Philosophieprofessor ist? Natürlich jetzt jemand, den wir uns ausdenken, der nichts dafür kann, dass er so ist. Es ist immer dein eigenes Problem. Die Fehler, die du von deinen Professoren und den Weisen deiner Welt, zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass das geistlose Nachäffer sind. Bis immer auf ganz wenige Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Mhm. Also gut, ich bleibe bei dieser Demokratie. In dem normalen Verständnis der Mitbestimmung. Wie kann es sein, dass ein Land sich demokratisch nennt und anfängt, ganz massiv Meinungen, die gegen diese falsche Vorstellung von Demokratie sind, das ankämpft? Das beginnt schon mit dem Wort rechtsradikal. Die wollen das Rechte vernichten, weil das ja so viel Böses über Deutschland gebracht hat. Ich sage jetzt, Linke hat genauso viel Böses über Deutschland gebracht. In welcher Hälfte bist du groß geworden? Ja. In der rechten oder in der linken Hälfte? Ja. Wenn wir das auch so sehen. Im östlichen oder im westlichen Teil von Berlin? Ja. Affen, die du dir ausdenkst, sind in keinster Weise landfähig. Landfähig muss zuerst der sein, der sich die Affen ausdenkt. Mhm. Und da kann ich immer wieder sagen, nichts Neues unter dieser Erde, ob du jetzt schreist, zeitgeschichtlich, wir machen es erst, wenn wir das chronologisch sehen, dass Menschen schreien hier Juden raus. Die hat man Nazis genannt, Nationalisten genannt, ist eigentlich nur eine Nation, die sehr einseitig ist. Mhm. Oder ob du jetzt schreist, was die jetzigen machen, Nazis raus. Mhm. Wo ist der Unterschied? Prinzip ist das Gleiche. Du wirst mit dem eigenen Spiegelbild konfrontiert. Das ist ein Reizwort. Links ist ja ganz, ganz schlimm dann wieder. Komischerweise die Linken, die im Osten aufgewachsen wurden, die haben eine panische Angst von den Linken. Mhm. Weil keiner den Sozialismus verstanden hat. Die Brüderlichkeit. Es geht um die Führer, um die Manipulation, was übrigens ganz bewusst erschaffene Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen sind. Ich kritisiere als der Boss, der deine Welt entworfen hat, diese Führerscheinprüfungsbogen, Matrixwelt entworfen hat, kritisiere ich in keinster Weise das, was du zu finden hast, nämlich das, was fällt. Da musst du aber dann selber denken, du musst deine eigene innere Weisheit in den Ohren zapfen. Mhm. In der Welt wirst du das nicht finden, in der Welt wirst du keine rote Liebe finden. Die Liebe ist immer einseitig. Mein altes Beispiel, die rote Liebe platzt auf in Lieben und Hassen. Rein arithmetisch kann man das Plus nennen, das will ich, schön, will ich mich verbinden, Minus trennen. Auch hier merkst du, von der Null ausgehend gibt es das eine nicht ohne das andere. Du musst jetzt erst einmal als ein absolutes Nichts, ein Geist, der nicht träumt, musst erst einmal zu träumen anfangen. Du musst dir was ausdenken. Das ist eine Abtrennung. Und erst dann ist was da, was du lieben kannst. Ja. Und das hast du dann. Ach, ja. Das wird hassen, das haben. Du kannst erst etwas haben, scharfes S gleich B, wenn du hast erst dann was, wenn du dir das ausdenkst, wenn du das von dir stößt, dann ist aber bloß das Objekt da und dann fängst du an, dich selbst auch noch auszudenken, dann hast du zwei Minus Minus
Und dann kann das Minus leben, weil jetzt was da ist. Erleben tun das aber nicht die Gedanken, die du dir denkst. Genau. Erleben wir das Ganze nur die Synthese. Der Punkt, aus dem das rausspringt. Immer an die Kamera Obscura denken. Ich weiß nicht, du bist sehr, sehr abstrakt. Ja. Das ist bei der Demokratie, da geht es nicht, dass da was verkehrt läuft in der Welt, dass die Menschen so sind, wie sie jetzt in deinem Traum auftauchen, wie du sie träumen musst, wie ich sie dir träumen lasse. Sondern, dass du einfach vollkommen wertfrei dich beobachtest und das erkennst. Ich komme dir so weit entgegen und dich darauf hinweise, wenn ich immer sage, ich kann dir nicht mehr wie die Nase 2 Zentimeter über die Scheiße halten, wenn du dann immer noch nicht weißt, was steht. Ja. Ich sitze hier da mit meiner Frau, ich packe das ja immer in normale Sprache, dass das für dich einfacher ist. Und dann lest du hier aus einer Zeitung oder einer Internetseite wieder ein Stück vor, über die Linken, die über die Rechten herhetzen und wir müssen das jetzt irgendwie abstellen, das wird immer schlimmer. Und die merken gar nicht, dass die dasselbe machen wie die. Es ist eine Spiegelung, wie kann ich von Demokratie reden und mit aller Gewalt meinen, ich müsste die Meinung von irgendwelchen Menschen, die in dieser Demokratie leben, und es werden immer mehr, mit aller Gewalt verhindern. Die geistlosen Zombies sind die, die in einer Einseitigkeit hängen. Egal in der Rechten, ob du in der Rechten oder in der Linken hängst. Aber es gibt mittlerweile eine Mittelschicht, die ich jetzt nicht als ein Wischiwaschi betrachte, die geistreich zum Denken anfangen. Die das hinterfragen, aber die werden sofort in die rechte Ecke gestellt. Ja. Und keine Angst haben. Es ist ja nur, wir haben jetzt Gedanken im Kopf. Genau. Es wird so unendlich leicht, wenn du wirklich dir jeden Moment bewusst warst, es existiert nur das, was jetzt da ist. Darüber hinaus kann ich mir was ausdenken, es ist aber nicht da aus. Was ist jetzt da? Schau dich doch einfach einmal um. Kannst dann den Kopf denken und den Kopf drehen. Das ist das Einzige, was existiert, was du siehst. Wenn du den Kopf drehst, ist der Computer weg. Und jetzt kann man immer, wenn unsere Helene, die wir uns jetzt ausdenken, mit ihrem Programm Ja sagt, das ist ein Prozess, wo sie über 25 Jahre gebraucht hat, um das zu verstehen. Selbst dein eigener Körper existiert nicht. Das Einzige, was immer ist, ist der Geist, der jetzt mich, den Udo, den Lautsprecher reden hört. Du und deine Gedanken sind was komplett Eigenständiges. Dir muss eins klar sein, dass jetzt das Ritterprogramm, ich erwähne das immer wieder, das ist in dem Weißenbruch-Vortrag mit drin. Diese 200 Mann in dem Saal, da ist nur ein allereinziger Geist, der sich diese Situation ausdenkt. Und jetzt kannst du spielen, was würde ich sehen, wenn ich auf der Bühne stehe? Ja. Wenn ich der wäre auf der Bühne, dann sehe ich einfach mal nur optisch. Dann habe ich auf meiner Verabredung die meiste Zeit, wenn ich in den Saal reinlaufe, 200 Gesichter vor mir. Was sehe ich, wenn ich in der ersten Reihe sitze? Und den Vortrag mir anhört, dann ist die meiste Zeit, wenn ich überhaupt, dann brüsselt sich den auf der Bühne vorne. Das sind so simple Beispiele. Ist dir eigentlich bewusst, was ich dir erkläre? Es zerstört zuerst einmal deine bisher vollkommen falsche Vorstellung, was um dich herum ist und was du selbst bist. Und erwarte bitte nicht, dass irgendein Mensch, das, den du dir jetzt ausdenkst, dass der das vor dir versteht. Das ist die große Ausnahme jetzt, da musst du der Erste sein. Ja. Bisher ist deine ganze Welt und das menschliche Wissen ist nur aufgebaut auf Nachäffen. In extremen Einzelteilen. Jetzt, um wach zu werden, musst du dich wirklich vor all das stellen, was du dir bisher ausgedacht hast. Von Moment zu Moment. Diese Größe, Geros, ist E². Das ist Jesus. Jesus ist eine historische Persönlichkeit. Die wir uns ausdenken, ist ein Geschöpf von uns, wie Gott, wie alles andere auch. Uns, ich sage immer schon uns und wir. Ich erwähne nochmal, wenn du grammatikalisch den Koran im arabischen Original liest, Allah nennt sich wir. Ja. El Hayom ist keine Person, sondern das ist ein ganz eigenartig, wo grammatikalisch hier, wenn man in die jüdische Theologie geht, da kommt dann immer so Sonderwörter mit einem Majestät, mit einer Majestät, weil das genau genommen, das Wort, wenn wir uns anschauen, habe ich oft darauf hingewiesen, Offenbarungen lesen, El ist erst einmal All, All, 1,30 ist nichts und ist Gott. Das ist einmal die Urratis. Dieses Nichts, Creatio ex nihilo, aus der alles entspringt und der sich im Meer alles befindet. Ja. Und dann kommt hin, aha, das macht das Wort erst einmal weiblich.
Man kann das jetzt eigentlich schon lesen, ihr nichts, aber die Frauen selber, im Wörterbuch hast du das da mal eine Beschwörung oder ein Fluch, das ist auch mal plus minus, wobei jeder Fluch ist eine Beschwörung. Mhm. Und ich habe dich mehrere Male, dich geistesfunken, darauf hingewiesen, hüte dich, Meineide zu schwören. Die werden sich extrem, sobald du ein bisschen mit Holofeeling anfängst und innerlich im tiefsten Innern sagst, das ist es, wird sich jeder Meinheit extrem rächen. Du hast es in der Hand. Diese einfachen Sätze, du bist der Richter über alles und jeden. Du bist der Schöpfer von allem, was du dir denkst, wenn du dich jetzt als träumenden Geist setzt. Mhm. Ja, bist du natürlich nicht, weil in dem Moment der träumende Geist ja auch bloß was ausgedacht ist. Das ist, ich führe dich ja in dieses absolute Nichts, das die, wie, mir fällt jetzt fast aber jedes Wort, das ich sage, entheiligt das Ganze. Ja. Ich sage, das ist nichts, aus dem alles entspringt, nichts rot gelesen. Und das musst du zuerst einmal erkennen an dir selber. Mhm. Und jetzt ist es also so, dass wenn du dir Sachen denkst, diese ständige Veränderung ändert an dir nicht das Geringste. Das kannst du sofort überprüfen. Du brauchst, wenn ich immer sage, du musst jetzt Bewusstsein sein, das ist die Grundvoraussetzung, dass du mich sprechen hörst. Drum bist du Geist oder Bewusstsein, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Darum sage ich, du bist der Einzige, der mich jetzt sprechen hört. Du kannst jetzt einmal wieder chronologisch gedacht zurückspringen. 20 Jahre. Vorträge beginne ich in einem Saal. Wenn du mich jetzt sprechen hörst, dann meine ich dich. Und alle, die jetzt um dich herum sitzen, die du dir jetzt ausdenkst, die hören mich nicht sprechen, weil das Gedanken von dir sind. Mhm. Wenn du jetzt einen dieser Menschen fragst, hörst du denn davon nicht sprechen, dann wird der nämlich sagen, selbstverständlich höre ich den auch. Der erklärt dir das, was du im tiefsten Innern glaubst. Genau. Mein alter Satz, was denken dann die Leute von mir? Wenn du Ego hast, die können ja schlecht von mir denken. Ich sage, die Leute mit ihm, die Toten des Meeres, die du dir jetzt ausdenkst, den Gedanken von Wellen von dir, die du jetzt in dir aufschmeißt, sobald du an Menschen denkst, an Leute um dich herum denkst. Und die werden das denken, was du denkst, dass die denken. Und jeder Mensch, der wird das wissen, was du denkst, dass der weiß. Das gilt auch für den Oder, den du dir jetzt ausdenkst. Darum sage ich, Holofeeling ist dein ureigenstes Wissen. Das ist ja so ein vollkommen neuer Ansatz, das gibt es in deiner Welt nicht. Und die ganzen Philosophen und die Physiker, die du dir ausdenkst, die kannst du dir nur denken, wenn die auf deinem Schwamminhalt drauf sind. Auf einem Computerbildschirm kann nur das auftauchen, was in dem Computer in Arbeitsspeicher drin ist. Oder auf der Festplatte oder aufs Internet, dann kriegen wir diese Hierarchie. Es ist sehr simpel, da müssen wir doch keine Wörter aufhängen. Genau. Ich wollte übrigens gerade noch viel tiefer in die Intelligenz, aber das lassen wir jetzt, weil dann wirst du wirklich merken, dass ein Wörter 400-Seiten-Buch ist. Mhm. Und dass das immer komplett auch mit physikalischen Formen parallel läuft. Und wenn du die Reife nicht hast, das ist natürlich ein Akt von Demut, dass du zuerst einmal erkennst, da habe ich kein Interesse, mich interessieren weltliche Sachen anders. Dass du ein ganz kleiner Geistesfunken bist, solange du noch sehr weltbezogen bist, ist es auch vollkommen okay, da läuft nichts verkehrt, lebe dein Leben. Du wirst irgendwann einmal, wirst du dann trotzdem, wenn du das jetzt in jungen Jahren hörst, du musst es durchleben, da bleibt dir nichts erspart. Mhm. Trügerisch ist zu glauben, man hätte schon was erkannt. Wenn du das verstanden hast, was ich dir erkläre, wirst du von nichts und niemandem mehr Angst haben. Du wirst mit einem Dauerlächeln rumlängeln, die meiste Zeit. Wenn keins drin ist, hast du immer noch etliche Mangostellen, wo es noch zu, was zu bearbeiten gibt. Und diese Bearbeitung liegt im Nichtstun. Hm. Was meine ich damit? Wenn du ein reiner, wertfreier Beobachter bist, das ist das einfache Spiel. Das Wesentliche an der Beobachtung, ich beobachte mich, was ich erlebe als Mensch. Und jetzt ist es ganz wichtig, ich muss einen Fokus drauf legen, wie reagiere ich auf diese Reizauslöser, die in mir auftauchen, auf die ich keinen Einfluss habe. Wie reagiere ich auf das Zeug? Das Geräusche sind, was mache ich aus dem Geräusch für eine Vorstellung, wenn ich eine Vorstellung daraus mache? Mhm. Und du wirst merken, jetzt wirst du einseitig. Du findest was gut, du findest was schlecht, gleichgültig, dann kommen Gefühle ins Spiel, der Ärger. Der Reizauslöser ist nicht dran schuld, dass du dich ärgerst. Mein Programm. Es ist nur dein Programm. Es sind die simpelsten Beispiele der Welt, dass du merkst, Geistlosigkeit besteht darin,
Oder extreme Unbewusstheit besteht darin, dass man komplett vergessen hat, was jetzt eigentlich da ist, wenn ich eine Zeitung lese. Ich kann das immer nur wiederholen, das ist wichtiger wie alles andere. Mhm. Was ist dann da? Sinnlich wahrgenommen, als sinnlich wahrgenommene Information auf Fetzen Papier, wo Worte drauf sind. Ja. Mehr ist es nicht. Vollkommen ungefährlich. Und ich schaue das an, ob ich will oder nicht. Das ist der Mechanismus. Wirst du, wenn du diese Sprache verstehst, wirst du aus den Worten plötzlich in dir zu sprechen anfangen? In dir Geist spricht dann jemand. So beginnt die Bindung. Während du jetzt diese Seiten, diese Worte anschaust, spricht in dir einer, kommt dir die Stimme bekannt vor. Das ist die Stimme, mit der du dich ein Leben lang verwechselt hast. Weil jeder Mensch, den du dir ausdenkst, hat in der Regel eine etwas andere Stimme. Vom Klangcharakter her. Ja, das ist ja meine Stimme, das bin ja ich. Nein, du bist der, der das beobachtet. Genau. Und du machst jetzt aus diesen Worten Vorstellungen. Und wie gesagt, das ist eine extrem einseitige Auslegung. Und egal, was du dir jetzt ausdenkst, du lebst in dem Wahn, dass du meinst, du hast mit diesen Informationen nichts zu tun. Mhm. Was noch viel schlimmer ist, du meinst, dass das, was du jetzt erschaffst aus diesen Worten, dass das auch dann da außen ist, wenn du nicht dran denkst oder schon in der Vergangenheit, wenn du dir das jetzt denkst und du redest dir selber ein, dass das in der Vergangenheit so war, dass das schon da war, bevor es dich selbst gegeben hat, weil du dich ja immer noch mit einem Gedanken von dir verwechselst, der in dem Moment übrigens überhaupt nicht existiert, wenn du das denkst, weil da musstest du ja zuerst mit an den Leser denken. Ja, das ist wirklich der Wahn. Das ist der Wahn. Es ist der absolute Wahnsinn. Wenn du das jetzt aus dem Zusammenhang gerissen hörst, den Udo hörst, dann ist das natürlich ein totaler Spinner. Sehr logisch, das ist deine Interpretation von Worten, weil du den ganzen Kontext in dieser Einfachheit gar nicht verstanden hast. Das, was ich dir erkläre, ist 100% sicher. Sofort überprüfbar, wenn ich sage immer von jedem 13-Jährigen jetzt in Bezug auf Trockennasenaffen, ich drücke damit aus, du brauchst keinen Intellekt, was du brauchst ist Liebe, das ist nämlich die 13 und du musst der Erste sein, das ist die männliche 1, Echert. Das ist die 13, darum sage ich immer, du musst 13 sein. Die 13 reicht aus, wenn du Liebe bist. Ich brauche kein Wissen, um zu schauen, was da ist, da muss ich nur schauen. Ja. Aber was viel wichtiger ist, wie das, was ich hier in der ersten Schicht sehe, ist, warum ist das jetzt da? Mhm. Wieso denke ich mir jetzt, ich muss mal Brot machen? Wieso denke ich das? Wenn ich da genau schaue, merke ich, da ist ein Gefühl aufgetaucht. Irgendein Gefühl, das nennen wir, wenn du das jetzt aussprichst, nennst du das Hunger. Und dann wird der Zombie in dir sagen, ich muss mir jetzt ein Brot machen, ich habe einen Hunger. Aber ich muss mal Brot machen, denkst du ja bloß, weil dieses Gefühl... Genau. Nicht vorher. Das ist der Witz. Alles, was es ist jetzt, hierarchisch. Man muss unterscheiden, ob wir von einer Hierarchie reden in der Transversalen oder ob wir von einer chronologischen Abfolge, das ist dieses Training. Chronologie ist ein riesen chronologisches Denken, ist eine Falle, wenn man es unbewusst macht. Wenn ich es bewusst mache, ist es vollkommen okay. Da kann ich mir jetzt zum Beispiel meine Mutter in die Vergangenheit denken, die mich auf die Welt gebracht hat, mit dem vollen Bewusstsein, dass ich erschaffe jetzt diese Frau, die ein Baby auf die Welt bringt. Und ich bin weder das Baby, sondern zuerst einmal noch der Erwachsene, an den ich jetzt denke, weil ich das ja chronologisch auseinanderreiße, und ich bin der Geist, der sich das alles ausdenkt. Ja. Und die Sachen, die ich denke, existieren immer nur, wenn ich sie denke. Und dann werde ich irgendwann einmal damit aufhören, die Kausalität auf den Kopf zu stellen. Mhm. Der ganze Materialismus und die ganze Religion dreht die Kausalität auf den Kopf. Durch das chronologische Ding. Ja, ja. Gibt es tausende von Beispielen. Übrigens von jedem 13-Jährigen, wenn er neugierig ist, nachvollziehbar. Das Leid, die Boshaftigkeit. Das ist viel Heiligkeit predigen und viel Geld damit verdienen, bis zum heutigen Dorf. Wie weit ist in dir der Wahn noch, dass du Geld zum Überleben brauchst? Wobei Geld in dem Programm als Figur, sage ich ja, ich sage nicht prinzipiell nein. Mhm. Das sind immer die zwei Seiten. Das, was dich wirklich am Leben erhält, ist das, was dich jeden Morgen wach werden lässt. Und ich verweise jetzt immer wieder auch hier mit dem Energieausgleich in der Esoterik, bin ich so drauf eingegangen, das sind so unendlich viele Fallen. Du wirst in Maßsetzung
deiner Möglichkeiten. Wenn du was Schönes bekommen hast, wirst du auch Freude machen. Ich sage immer wieder, das Einzige, was ich besitze, ist Weisheit, göttliche Weisheit und göttliche Liebe. Und da habe ich so viel, dass ich das herschenken kann. Du wirst merken, das ist das Einzige, was du verschenken kannst, sagt die Esoterik, wo du immer mehr kriegst davon. Ja. All die anderen Sachen waren uninteressant. Das ist, du wirst wunschlos glücklich. Ja. Das größte Glück, das du hast, Freude zu machen. Ja. Und dann sind diese vielen kleinen Stellen, das ist teilweise auch mit Geld verbunden. Wenn ich was zum Leben brauche, wenn ich einen, aber was kann ich am Leben halten? Kann ich einen Menschen am Leben halten, der schon wieder weg ist, wenn ich ihn nicht denke? Wenn du dran denkst, ja. Und da kommen wir jetzt mit den 16 Seiten, war das sehr irre, und mir kommt da dieses alte kleine Beispiel mit dem Geld. Da machen wir jetzt gleich einmal Biro, das spitze ich im Adam ab. Was du tust, wenn du was tust, lausch in dich rein, dann mach es. Egal was es ist, du sollst deine Rolle weiterspielen. Wenn es dir dann noch ist, für irgendjemanden zu spenden, dann spende. Wenn du wem helfen willst, es ist nicht verkehrt. Wenn ich sage, es ist verkehrt oder richtig, sind wir ja schon wieder in der Kategorie 2. Ja. Erinnerst du dich an die Geschichte, die ich einmal erzählt habe mit der alten Frau, die in so einem kleinen österreichischen Bergdorf drin sitzt? Und die alten Hasen wissen das und die hat nichts zum Essen, die ist total arm. Brot. Und jetzt hat sie hier am Kamin, das ist so ein kleines Häuschen an einem Balkon hingebaut, und jetzt hat sie am Kamin, über ihren Kamin hat sie ein Kreuz hängen und sie kniet sich nieder und betet zu Jesus. Ja. Und sie sagt, oh Herrgott, ich habe so einen Hunger, schick mir doch irgendwie ein bisschen was zum Essen. Eine Kleinigkeit, ein Krume trockenes Brot, bloß dass der größte Hunger weg ist. Und die ist im Dorf als Hexe verschrien und zwei kleine Burschen beobachten die durch das Fenster, wie die wieder zu ihrem Jesus betet. Und dann kommt den einen ein Einfall. Er sagt, du, die Alte, verarsch mir jetzt ein bisschen. Er geht in die Bäckerei, dann kaufen sie ein Brot und da kann man hinten an dem Haus hin und sie schmeißen, während sie ihren Jesus anbetet, schmeißen sie das Brot in den Kamin rein und es kollabt aus dem Kamin, so offener Kamin, kullert das Brot vor ihre Beine hin. Und sie macht es auf und sie ist natürlich hin und weg, da ist ein ganzes Brot drin. Und sie bedankt sich bei dem Jesus, dass er das Gebet erhört hat. Und sie sagt, ein ganzes Brot, es hätte doch, und Bescheidenheit ist eine Zier, sie sagt, ein ganzes Brot, ich habe doch bloß um ein trockenes Stück, dass der gröbste Hunger weg ist, gebeten, und jetzt schickst du mir ein ganzes Brot. Und die Burschen am Fenster beobachten das, wie die sich so überschwänglich bei ihrem Jesus bedankt. Und dann kann es einer der zwei Burschen einmal aushalten und schreit zum Fenster, na hey, du alte Hexe, du kannst dann Jesus tausendmal danken, mir haben die doch das Brot geholt. Und dann schaut sie zum Fenster und lächelt die an und sagt, und wer meinst du, hat euch zwei Teufel losgeschickt, das zu holen? Genau. Was hier die unendlich tiefe Weisheit drin ist, ihr kennt es, es ist alles, was du magst, kommt aus dir. Und die Frage ist jetzt immer wieder, ist es nur das Programm, das mit allen vernetzt ist, was unheimlich wichtig ist. Die ganzen Geschichten. Der Judas muss sein, er ist kein Böser. Genau. Genau. Der Petrus. Die heilige Kirche, der Stuhl Petri in Rom. Man kann das sehr, sehr schön präzise nachlesen in der Holoarithmetik, in dem Hauptbuch. Ja. Weiche von mir, Satan. Du willst das, was die Menschen wollen, aber nicht das, was Gott will. Mhm. Erklär dir das einfacher richtig. Wir erklären alle hier, der schöne Prediger, der in Weißenburg Jesus erschienen ist. Nee. Der macht es ganz toll, der muss sein Leben leben, aber er ist weltlich, das nützt keinen seiner Figuren, die er sich ausdenkt, wird es was nützen. Nee. Er zitiert ja nur Bibelstrecke. Oder den MCM, einen Endzeit-Reporter haben wir. Den ist gar nicht bewusst, wie viele Feindbilder der predigt. Feindbilder und das Böse und chronologisches Denken, das ist eure Falle. Mhm. Euer meine ich jetzt Geistesform. Je nachdem, wer du zu sein glaubst. Das ist ja nur ein allereinziger Geist. Ja. Das ist übrigens dieser Satz, ich habe es oft erklärt, ich sage es nochmal. Das ist die Stelle, wo ich meinen Jüngern mitteile, dass ich jetzt mehr oder weniger für euch sterben werde. Was ich eigentlich gar nicht will, aber mein Vater will das so. Ich mache das in einer einfachen Form. Dass ich jetzt den Weg gehe, ich war leiden, ich war für euch gefoltert, ich nehme die ganze Schuld auf mich und ich werde sterben. Und dann sagt der Petrus, Meister, das werden wir
niemals zulassen, dass dir das widerfährt, weil sie ja Fans von mir sind. Und dann schaue ich ihn scharf an und sage, weiche von mir, Satan. Du willst das, was die Welt will, aber nicht das, was Gott will. Ja. Ich interpretiere das einmal etwas genauer. Wie kannst du es wagen, wenn ich sage, Gott hat es von mir gewollt? Mhm. In der zeitlich chronologischen Form. Dessen Botschaft ich euch überbringe. Wie kannst du dann sagen, ihr werdet das nie zulassen, dass dir das widerfährt, wenn Gott es doch will? Darum ist der Petrus ein Satan. Das ist übrigens der Stuhl Petri in Rom. Zeitgeschichtlich laut Evangelien war der Petrus niemals in Rom, der Paulus war in Rom. Ja. Das ist die rote Hure Babylon. Mhm. Die mit dem Weltlichen, es ist immer nur um Macht und um Geld gegangen. In der Kirche ist es noch nie um was anderes gegangen. Mhm. Auch wenn das dann zerspringt, wo sich eine wieder die Protestanten, die Katholiken, es ist das Leid, das dieser Glaube über die Menschen bringt, das sind dieses extrem fehlerhafte, einseitige Ding, egal welcher religiöse oder welcher muslimische Glaube das ist. Es ist fehlerhafter Glaube. Ja. Solange du einen Glauben anhängst, mit einem Glauben sympathisierst, um das Wort nochmal zu sagen, der im Widerspruch zu anderen Glaubenssystemen steht, hast du das Dassenbeispiel nicht verstanden? Es ist eine ewige Streiterei, ob der Henkel rechts oder der Henkel links ist, aber in der Mitte ist. Es sind 16 Perspektiven möglich, die erkläre ich ganz genau, die gleichzeitig da sind. Auch in der Physik. Mir ist ja die Physik am liebsten, aber das versteht ja gleich zweimal keiner. Es ist nichts anderes wie, ich erzähle dir jetzt etwas. Holofeeling ist reine göttliche Arithmetik. Darum gibt es die Holofeeling-Arithmetik. Und es ist nicht für die Menschen, für irgendwelche Gedanken, die du dir jetzt denkst. Es ist nur für dich. Und wenn du die Reife noch nicht hast, dann hast du die nicht. Du musst dir keine Gedanken machen. Du bist ewig, wenn du mich jetzt hörst. Das ist die einfache Botschaft. Das ist an keine Bedingungen geknüpft. Du musst nicht eintreten, dann musst austreten, du musst kein Geld dafür bezahlen. Genau, so ist es. Das ist jetzt einmal das Erste. Ja. Man kann Besseres machen, wenn man jetzt in Geld ist auch so eine Sache, das Links ist ja genauso verhasst, interessanterweise für die in der östlichen Hälfte Deutschlands groß geworden sind, jetzt muss ich wieder chronologische Märchengeschichte aufbringen. Das ist wie man immer sagt, habt ihr denn von eurer Vergangenheit nichts gelernt? Was ich tausende Male erwähnt habe, wirklich tausende Male, ob du so oft gehört hast, ist eine andere Frage. Das ist die Tatsache, dass wir uns jetzt ein Land denken, das sind Nationalisten, die stolz sind auf ihr Land und die wollen, dass irgendwelche, die nicht zu dem Land gehören, rausgeschmissen werden. Mhm. Gut, das nennen wir die Nazis. Jetzt kippt das System um, jetzt haben wir Linke, die ja angeblich von ihrer Vergangenheit was gelernt haben und alles, was nur ansatzweise nach rechts, nach Nazi riecht. Die Neonazis. Okay. Jetzt wollen sie die Neonazis verbieten, rausschmeißen. Das ist nur ein Spiegelbild. Ich sage, habt ihr nichts gelernt? Das Problem ist, irgendetwas verbieten zu wollen. Das ist übrigens dann der große Horror, wenn du jetzt in die östlichen Länder gehst, die haben einen riesen Panik vor links. Ja. Es ist sehr interessant, dass im Osten zum einen sehr viele Rechte sitzen. Mhm. Im Osten sitzen sehr viele Rechte. Denken wir uns jetzt aus, wenn du ein bisschen zur Demoskopie anschaust, wie die Bevölkerung oder die Wählerschichten verteilt sind, aber auch sehr, sehr viele Linke. Mhm. Du hast aber im Osten auch sehr, sehr viele, die eine panische Angst haben wieder vor den Linken, weil die im Hinterkopf noch ihre DDR haben. Mhm. Das heißt, da ist rechts und links ist ganz, ganz außen vor. Rechts und das extreme rechts und das extreme links. Und das ist wie mit dem Anfang und mit dem Ende, was ich dir sage. Ja, ein Anfang ist immer jetzt. Es war nie in der Vergangenheit. Die Vergangenheit, die du dir jetzt denkst, beginnt jetzt, wenn du an diese Vergangenheit denkst. Das ist der Urknall. Und sie endet jetzt, nicht in der Zukunft, wenn du jetzt an diese Zukunft denkst. Ja. Das ist der Fall. Ich bin in der Vergangenheit in die Welt gesetzt worden und ich werde in der Zukunft irgendwann aus der Welt wieder verschwinden. Immer nur jetzt. Das ist All und La. Und die zwei, wenn das ein Kreis ist, ja, ist es dasselbe. Zirkelschluss. Das ist nämlich der Zirkelschluss. Und dieser Zirkelschluss ist natürlich ganz interessant. In Zürich haben wir ja schon gehabt und das schauen wir jetzt mal nochmal an. Dann machen wir jetzt mal das ein wenig genauer. Ich bin ja immer sehr oberflächlich. Oberflächlich meine ich, dass ich wirklich nur die Grundradix anspreche. Wenn wir hier den Zirn nehmen, das ist unser klassisches ZIR.
Das haben wir so oft gehabt. Dann haben wir zuerst einmal eine Achse. Ich bleibe jetzt einmal, ach, ist der Bruder. Mhm. SE. Das Lamm. Mache ich jetzt da einen zweiten auf, dass ich da nicht immer hinmachen kann, obwohl wir hin und her fahren können auch. Das ist Sinhi. Ja. Das ist das Lamm. Mhm. Der Lichtschöpfer mit seinen zwei Gestaltwertungen, kann ich das. Oder auseinandergeschmissenes MM. Mhm. Ist auch ein Schaf, darum hole ich Lämmer, sind meine Schäfchen, darum hole ich meine Schäfchen heim. Und du wirst jetzt merken, dass die englischen Lamp und Lamp, wir spiegeln den letzten kleinen Buchstaben Lamp und Lamp und dann wird aus der Lampe, aus dem Lamm wird die Lampe. Ich nenne das kein Geistesvogel. Okay? Ja. Ich nenne das immer kein Geistesvogel. Und das sind dann meine kleinen Engel. Die Angel. Wenn du jetzt weißt, dass du ein Geistesvogel, ein Engel bist, dann hast du sehr, sehr viel Freude. L ist ja zum einen, wir können das positiv, negativ lesen, aber wir bleiben mal hier bei der 1, bei Gott. Dann ist es ein Gott, der sehr, sehr viel Freude in sich trägt, weil nämlich dieses ANG, wenn wir das mit einer 70 schreiben, Freude. Da steckt auch das Wort, die Freude, der Genuss, das Vergnügen. Das ist nämlich ein augenblicklich existierendes Gehirn, das jetzt geistreich benutzt wird von dir. Mhm. Dann macht es Freude. Das heißt, du kriegst dann Hüben 3 und Rüben 3. Genau. Das ist ein Affin 100, eine Affinität von der 86. Das ist UB. Genau. Schau, man nennt es übrigens auch die UB-Bigkeit. Big ist Verdacht Sus. Hebräisch Jesus. UB ist Jesus. Und der macht dir das wie buchstabiert. Das heißt kein Eid. Schon verrückt, ne? Wunderbar. Wunderbar, wundervoll. Das ist ein einziges Wunder, wenn du die Vordersprache verstehst. Das ist natürlich dann, dann wirst du ein Gesandter, dann kriegst du die Geburtswehen, die finde ich dann übrigens die Geburtswehen, da ist der Geber drin, der Geburtsgeber, die männliche Potenz. Ich kann immer nur GBR, wenn du jetzt die Daten eingibst. Das ist jetzt der Mann, jetzt wirst du wirklich der starke, überlegen sein, der Mann ist der Geist im Hintergrund, Geber. Das ist ein hebräischer Personenname dann. Der Starke, der Held, der Begatter. Dann wird es auch als Hahn übersetzt. Hahn, der Hahn. Was begattet er das Huhn? HWH. HWH. Der Mann, JHWH. Man muss da bloß ein bisschen fantasieren, was jetzt aber ganz wichtig ist. Das Mal von Gott wird alles erweckt. Das ist der Maler. Mal heißt, von Gott wird alles erweckt. Und das ist ja die Türangel, das ist eine Reihe, das Scharnier, du merkst, ich nenne das einfach immer den Dreh- und Angelpunkt. Ja. Das wird hier ganz, in ganz wenigen Worten wird darauf hingeführt, das ist so der Schwerpunkt. Wir sind beim Zirkelschluss. Ja. Wichtig jetzt, ich bleibe bei den Zier. Das J immer rausschmeißen, J und Waff dazwischen, da kriegst du Form werden. Mhm. Das ist jetzt Fels, es wird fest, der wieder Form geben, Formen. Wir haben aber ein zweites, das habe ich noch nie erwähnt, wir haben hier ein zweites Z. Schau unten hin. Ja. Wir können das auch mit dem Zain, Zain schreiben. Mhm. Das macht jetzt im ersten Moment nicht viel Sinn, außer ich habe die Vordersprache, raumzeitliche Erscheinungen sind die Schöpfung aufgespannter Polaritäten. Stimmt oder stimmt? Ja. AUB ist unsere Beschwörungskunst. Beschwörungen. FA ist PH, das heißt, hier sind geöffnete Existenzen. Mhm. Und jetzt wirst du merken, dass das jetzt immer wieder zurück übersetzt. Pol, der Pol ist ein Tun, ein Machen, erzeugt auseinandergeschmissene Existenzen. Und das wird jetzt der existierende, der erweckte Garten im Adam, Belud in einer Hülle stecken. Jetzt, wenn du Hintergrundwissen hast, dann wird es vollkommen klar. Wir können natürlich auch dieses SR, und da wird es natürlich ganz interessant, immer zuerst rausschmeißen, was mit Z zu Form werden ist, wird jetzt der andere, der Fremde. Das ist das hebräische Wort für fremd. Aber ich darf darauf hinweisen, wenn man sich an Dorsing noch erinnert, mit dem Bibelcode übersetzt, ist immer mit Außerirdische, was aber in weit gegriffen ist. Was aber interessant ist, ist immer die Spiegelung. Wenn du das nämlich spiegelst, dann kriegst du das Geheimnis, das Verborgene. In dem ganzen Fremden um dich herum, wo du bisher geglaubt hast, das bist du nicht, sind, wo ich dir gerade erklärt habe, dass das deine Körperglieder sind. Ja. Wird übrigens sehr, sehr schön beschrieben, da gibt es eine alte hebräische Schrift, Sefer Raziel heißt es, Ratz,
Rasel, das ist das Geheimnis Gottes. Wenn man das richtig übersetzt, was die Juden natürlich nicht machen, weil die ja genauso, wenn wir hier in unseren Tenach reingehen, da wenn ich jetzt immer wieder hier unseren Tenach anklicken, du, das ist ja so einseitig ausgelegt, was da im Deutschen dasteht oder im Englischen oder egal welche Sprache wir nehmen, ist es schon das Wort im Anfang. Das ist alles richtig. Was da aber noch alles drinsteckt, inmitten dieses Kopfes, was ich immer wieder sage, ist eine geschenkte Erscheinung, Bara, das Erschaffen von Geschenken, die du dir selber erschaffen musst. Es ist ja ein Entheiligen, das passiert, wenn du was hinzufügst oder was weglässt, heißt es in meiner Ohrenbarung, in der Enthüllung, in der Apokalypse. Hinzufügen tust du etwas, wenn du hier die Masora einschaltest. Siehst du, ich habe da die Bündchen drumherum gemacht. Kann man hier ein- und ausschalten. In dem Moment, wo ich die Bündchen drumherum setze, wird es diese einseitige Auslegung. Das heißt, wenn ich was hinzufüge, wird das, was drinsteht, weniger. Mehr, weniger. Ja. Wenn du was hinzufügst, dann werden dich all die Plagen treffen, die hier beschrieben sind. Wenn du was weglässt, hast du den Anteil der Heiligkeit mehr oder weniger verdient. Und wir können jetzt hier da so unendlich tief reingehen in diesen Spiel. Aber darum geht es bei Holophilie momentan nicht. Ich sage, ich erkläre dir, was du bist. Ein träumender Geist, das, wenn du akzeptierst, ist eigentlich alles vom Tisch. Und du wirst dann sehr, sehr vorsichtig werden, weil in dem Moment, wo du dich jetzt erhebst über den ausgedachten träumenden Geist und schaust, was der träumt, dass ich immer sage, du musst dich nur beobachten. Fürs Beobachten brauchst du kein Wissen. Du eignest dir Weisheit an, die in dir drin ist, die du in Facetten vor dich hinstellst, indem du einfach schaust, was mache ich jetzt aus dem Wort, wie reagiere ich auf die Situation? Mit was sympathisiere ich? An welcher Einseitigkeit leide ich eigentlich noch? Am meisten sympathisierst du mit dem, der du zu sein glaubst. Mhm. Ist dir das schon mal aufgefallen? Gibt es einen Menschen, der dir sympathisch erscheint wie du selbst? Wir haben 16 Zeiten. Da gibt es viele, viele Menschen, die du dir ausdenkst, die du ganz sein möchtest, mit denen du tauschen möchtest. In Bezug auf den, der du jetzt zu sein glaubst, weil die schöner sind, weil die reicher sind, weil die mächtiger sind. Aber möchtest du dann auch mit denen tauschen, wenn du weißt, wer du bist? Nein. Das ist eine ganz, ganz tolle Frage, wenn dir das einmal bewusst wird. Wie unendlich geistlos und dumm ist ein Geist, ein Denker, der gern ein Gedanke von sich will. Der hat das System der Hierarchie nicht verstanden. Genau. Dass die Gedanken, die du denkst, doch immer nur sind, wenn du sie denkst und genauso sind, wie du sie denkst. Dann der Denker selbst zu sein, ist doch wesentlich, wesentlich mehr Macht. Es ist ja so eine unendliche Selbstreduzierung. Ja, ja. Bis ich dann irgendwann verstehe, was ist der Denker ist. Der ist ja auch nur so ein Gedanke von mir. Und dann wirst du meinen, da muss irgendwas ganz anders sein. Und es wird, wie gesagt, von den Figuren in deinem Traum, von wenigen wird es erklärt, was man Esoteriker nennt. Aber nicht so. Ja. Weil im Hintergrund immer noch der Materialismus ist, all das Ganze mitschwingt. Und darum sage ich, spielst hast du mal deine Rolle, Holofeeling lässt es vollkommen unangetastet. Unser Hubi-Gespräch. Zwar für den Kleinen, was ich nur, wo er mit die Spaghetti-Haare hier und jetzt ausgedacht in die Vergangenheit, so lange hat er so eine Brille wie ich als junger Busch hier, das war ja damals in, und dann kommt er rein und schaut, was da los ist. Bei mir in den Laden in Weißenburg. Hat er seine erste Christuserscheinung gehabt, ohne zu wissen, wer es ist. Ja, das bezieht sich aber nie auf die Figur, ihr wisst es. Ich sage das immer wieder, das ist vollkommen uninteressant. Du bist die Hauptperson, du bist das Beroshit. Inmitten deines Kopfes wird es erschaffen, in deinem roten Kopf, aber der rote Kopf ist dann wieder kein bestimmter Kopf. Genau. Das sind die peripheren Köpfe, wo ich sage, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Da müssen wir jetzt in die Physik gehen und in der Quantenmechanik erfährt wieder die Mehrweltentheorie anschauen und dann hast du in einer ganz rudimentären Form, in der Form eigentlich schon wieder alles drin. Ja. Solange die Deppen sich natürlich hier irgendwas ausdenken, ihre Atome und Wassermoleküle, was sie ja müssen aufgrund ihres Programms und meinen, sie haben damit nichts zu tun, weil das ja irgendwie durch einen Urknall entstanden ist, da wird dir die Geistlosigkeit der Figuren bewusst, die du bisher bewundert hast,
denen wirst du das auch nie erklären können. Ja, eigentlich schon. Egal wer es ist, das können die Kinder sein, die eigenen Kinder sein, jetzt in deiner Rolle, die Eltern. Ritter kann ein Lied davon singen, du kannst auch ein Lied davon singen, zumindest halbseitig. Ja. Und die werden auch nicht überleben. So wie der Säugling nicht überlebt, wenn das Schulkind ist, ist vom Säugling nichts da. Die Schwierigkeit ist es im Hintergrund, was die Ursache ist für diese Informationen. Das bist du selbst nicht. An dir verändert sich nichts. Ich erkläre das immer und immer wieder. Das ist kein religiöses, esoterisches Geschwätz. Das ist das, wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Das Einzige musst du akzeptieren und du kannst es nur verstehen, wenn du Geist bist. Und jeder, der sich massiv dagegen wehrt, jeder Brüssel, der in dir auftaucht, das ist wirklich nur eine vergängliche Erscheinung in deinem Traum. Das zu versuchen, am Leben zu erhalten, weil dir dein Programm das aufzwingt. Du hast eine geistige Familie. Kümmere dich um deine geistige Familie. Ja. Die kannst du am Leben erhalten. Eventuell sogar, wenn du sie mit Geld unterstützt auf der unteren Ebene. Unterstütze aber keinen, wo du weißt, da ist kein Geist dahinter. Das war dieses Beispiel, wenn Bettler sitzen hier und nach Geld betteln. Gehe ich jetzt nicht ins Detail, bin ich so drauf eingegangen. Geh, lass die links liegen. Dir muss klar sein, du spendest nicht, du hilfst nicht, weil du dem helfen willst. Das redet dir deine Logik ein. Genau. Du hast ein Bild, das in dir ein mieses Gefühl erzeugt. Das ist ein Reizauslöser. Der alte Trick, Bildzeitungen, auch wenn ich Menschen manipulieren will, du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Jetzt in Palästina kurz, das flaut ja jetzt schon wieder ab, der Luftangriff. Die Syrienkrise, die Massenmedien, der kleinste Trick an den Urinstinkt von Affen, die Nachkommen am Leben erhalten, ist blutende Kinder einspielen. In der Zeitung, im Fernsehen, blutende Kinder, hat in einer Berichterstattung überhaupt nichts verloren. Öffentlich-rechtlich aufklärendes Fernsehen hat überhaupt keine Kommentare zu geben. Kommentare sind manipulativ. Sie haben ganz wertfrei zu berichten, was ist. Aber wenn sie das machen, ist da außen nichts. Ja, genau. Ich merke beim Menschen, es muss tausendmal wiederholt werden, meine Sache mit dem blinden Arschloch, wo ich prophezeie, du brauchst mindestens 20 Jahre in deiner Vorstellung von Zeit, bis du das erkennst, wenn ich sage, beobachte dich selber, ja. Und mach dir bewusst, wenn du mit irgendwas nicht einverstanden bist, das ist die Quelle von Leid. Genau so ist. Und dann kommst du irgendwann an die Ebene, dass du merkst, das ganze Leid entsteht, weil ich zwanghaft so drauf reagiere. Mein Kratzer im Auto und so weiter, Ärger. Ich nenne es einfach nur Ärger. Ich wiederhole das immer wieder. Und jetzt kommt das Problem mit dem blinden Arschloch. Wenn du dich beobachtest und du merkst, ich leide eigentlich nur, weil ich mich darüber ärgere. Wenn ich mich nicht so reagieren würde, hätte ich den Ärger ja nicht. Ärger ändert nichts an dem, worüber du dich ärgerst. Wenn was passiert ist, ist was passiert. Der Topf, der in der Küche runterfällt, die Ketchupflatte, scheiße. Habe ich so schön erklärt in einem der vorhergehenden Selbstgespräche. Genau. No. Das muss man neutralisieren mit einem Lächeln. Der beobachtet, muss das Gegenteil machen. Aber der sich selbst beobachtet, wenn ich sage, scheiße, muss ich lächeln dazu. Und wenn ich mich über was freue, muss ich sagen, so ganz im Argen, das ist unvollkommen, das Lächeln. Genau. Dass ich im Gleichgewicht bleibe. Und wohlgemerkt, das ausgedachte Bewusstsein, das sich selbst beobachtet, das reagiert ja noch. Es ist nicht dieses Bewusstsein, aus dem beides entspringt. Ja. Der Beobachter und das, was beobachtet wird, der Denker und das, was er denkt. Ich sage, der Geist beginnt eigentlich erst in der Mitte, wo ein Denker mit seinen Gedanken, mit seinen Informationen entspringt. Informationen sind dann schon wieder die Formen in dem, wo gar keine Formen mehr sind. Das ist ein Bereich, den kannst du noch nicht erfassen. So wenig wie ein Säugling körperliche Sexualität von Erwachsenen erfassen kann. Du wirst da hinwachsen. Passiert von ganz alleine. So wie ich immer wieder sage, ihr seid jetzt auch alte Suppenhühner geworden mit euren 2 Programme. Und es passiert einfach. Genau. Hat aber an dir selbst, der das Leben durchlebt, nichts verändert. Oder alte Säcke. Weil du eines Mannes spitzt, aber der ganze Genderwahn, wo ich immer wieder sage, das ist ein Nicht-Einverstanden-Sein. Genau, so ist es. Das ist jetzt das Lied mit dem Xavier Nadu, die Heimat. Ja. Wo ich noch darauf hinweise, und so Rainer, glaube ich, hat ja kurz in den Chat reingestellt, wo ein bisschen ansatzweise hier die Heimat übersetzt, ein Wort, ein unendlich komplexes Wort wird erwähnt.
Ja. Von hier sei der Text, ne? Genau. Mhm. Das ist das Spiel. Und ich sage, was ist das für eine Demokratie, wenn Massenmedien anfangen, das zu verbieten, weil das rechte Sänger sind? Das sind doch Definitionen von denen, die das ausdenken. Meinst du, dass jetzt sind wir mal wieder bewusst, wir denken uns jetzt Kritiker aus, die ja nur deshalb sind von den Lied- oder Redakteure von seriösen Zeitungen. Weil alles, was denen ihre Meinung widerspricht, ist ja nicht seriös. 98% der seriösen Wissenschaftler wissen ja, dass Corona schlecht ist. Das Problem ist eure Vorstellung von Seriosität. Seriös, genau. Aber gut, wir denken uns jetzt mal diese Journalisten aus und die haben jetzt diesen Xavier Naidoo, den Sänger, auf dem Kicker. Mhm. Egal, was der macht. Oder Querdenker sind ja sowieso alles Rechtsradikale. Wir sind alles Demokrat. Was ist das für eine Demokratie, die die Demokratie schützen wollen, indem sie diese Meinungen verbieten? Mhm. Das ist hochgradig schizophren. Genau. Du siehst das mit einem gewissen Abstand. Was meinst du, wenn jetzt das einer hört, dieses Gespräch einer hört, der zu dieser Konsorten gehört? Und das Ego wird sich aufbäumen bis zum es geht nicht mehr. Und dann ist natürlich hier Holofeeling plötzlich auch, der Christentum ist dann auch plötzlich vollkommen rechtsradikal. So, ich bin der rechtsradikalste Nationalsozialist, der herumläuft. Ich nehme aber die Wörter ganzheitlich. Genau. Ist die richtige Wurzel zur Geburt der Brüderlichkeit. Von denen einer, der irgendwas verbieten will, irgendeine Meinung von jemandem verbieten will, überhaupt nichts verstanden hat. Und wir denken uns den jetzt aus, was geht ihm denn seinen Kopf vor, wenn er den Text liest und will das verbieten, das Lied? Ich sage, dann kann er die Nationalhymne auch verbieten. Genau. Weil plötzlich hier auf die Heimort, L-H-I-M, auf die Heimat, Art habe ich schon gesagt, wenn man den Spaten, da ist das komplette, das Acker aufwälzen. Genau. Erinnert euch, 1945, die Geburt eines Spiegels oder der göttliche Spiegel des Adam ist die 19 und die 45 ist unser Adam. Genau. Der übrigens dann in der Quersumme wieder 4, 5, die 9 wird, wieder der Spiegel ist. Die 9, ja. Das ist 9, ist der Spiegel oder die Spiegelungen, je nachdem, ob man es blau lesen oder ob man es rot lesen. Und jetzt ist 1945, was ist da passiert? Da ist dieses Deutschland, dieses Gottesland in Schutt und Asche gelegen. Übrigens auch Japan. Die sind platt gemacht geworden, das Feld ist umgewälzt geworden, das ist der Krieg. Das ist in einem gewissen Maße, wenn ich ein schönes Feld stehen habe und der Bauer geht mit dem Pflug drüber, dann wälzt er in einem gewissen, er kehrt das Innere nach außen. Das Rechte war das Linke. Links hast du ja umgedreht. Wenn du einen Strumpf auf links drehst, dann drehst du ihn um. Wenn du ihn wieder rechts machst, dann ist das eigentlich das Innen-Innen und das Außen, was nach außen gehört. Jetzt zur Zeit ist offensichtlich das Linke das Rechte, weil das Links ist. Linkisch, der ist linkisch. Die Linken sind linkisch. Und jetzt sage ich nicht, rechts ist richtig, es geht rein von der Sprache. Dass einseitige Rechte eigentlich linkisch sind und einseitige Linke sind rechts. Die vier Seiten verstehen. Ja, plus, ja. Plus und Minus plus. Über Kreuz. Genau. Also das wurde umgewälzt. Und jetzt sind wir Zeitgeschichte, die ja nur hier und jetzt ist. Was sagt uns das? Und ich sage, jetzt gehen wir 15 Jahre weiter. Wir springen von 1945, springen wir in das Jahr 1960. 60. 45, 50, 60. Was ist passiert? Es hat langsam angefangen, rein jetzt normal weltwirtschaftlich gesehen, Deutschland und Japan, made in Germany. Und Japan, zuerst made in Germany und Japan. Alle anderen Länder zu überflügeln. Genau. Die wurden platt gemacht. Was passiert mit einem Acker, wenn ich den total platt mache und dann ein paar Jahre ruhen lasse? Und das Neues. Dann wird alles wesentlich besser. Genau. Mhm. Krieg ist nichts Schlechtes. Die Vernichtung ist nichts Schlechtes. Ja. Aber nicht, solange ich chronologisch denke. Genau. Du wirst auch merken, dass er zu dem Schulkind, der in die Schule kommt, dass der auch besser ist wie der Säugling. Und der aus der Schule rauskommt, ist besser wie der in die Schule kommt. Und wir haben immer wieder das Prinzip, um dir Lesen und Schreiben beizubringen, musst du zuerst einmal sprechen lernen.
Ja. Da haben wir dann diese vielen Seiten und dann lernst du in der Schule zum Beispiel nicht nur lesen und schreiben, zumindest in Bezug auf die Sprache in der Nation, wo du groß warst, die alle zu dieser Einheit gehören. Wobei ich immer sage, Deutsch, Ivri. Deutschland ist Gottesland, die Alemannen, aller Männer. Es geht nicht um die blau ausgedachten, das sind nur Symbole. Da außen gibt es nichts. Halt verdammt nochmal das erste und das zweite Gebot. Es sind Märchengeschichten. Die ganze Welt, die Tierwelt, die Flora, die Fauna sind Märchengeschichten mit einer extrem tiefen Symbolik. Ja. Es sind zu den Tragezeichen. Es entzieht sich dann der Vorstellung, wenn ich immer sage, das Wissen deiner Menschheit ist das Wissen einer Schimmelpilzkolonie. Du müsst jetzt bloß in den Nödling reingehen, wenn du mal dir schaust, unser Planetensystem, diese kleine Formel. Pi Quadrat mal 3 hoch minus 3. Das sieht der komplette arithmetische Aufbau und der Massezahlen der Umlaufzeiten entspringen aus dieser kleinen Form, aber ganz nebenbei auch die ganzen Tragezeichen der Tiere, der Säugetiere in deiner Welt. Die bauen sich mit derselben Formel auf. Da könnte ich jetzt dann wieder sagen, wenn das kennt ja keiner oder fast keiner, das Buch ist ein Nichts in der Wissenschaftsgeschichte. Es ist ein kleines Geheimnis. Aber wenn ich mir jetzt dann das wieder normal lese und du die Worte einseitig ausliest, dass einer in Australien in einem Gefangenenlager ohne irgendetwas dieses Buch geschrieben hat, wo hat er das Wissen her? Mit was hat er die ganzen Berechnungen gemacht? Da hat es ja einen Rechenschieber, die ganzen logarithmischen Einheiten, wenn du nimmst, hat es ja nichts gegeben. Hat er das da alles gehabt? Ich muss irgendwann einmal in Frage stellen, kann das überhaupt möglich gewesen sein? Ich sage, es wird für dich so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und wenn du hier 99,99% auf den ersten Blick, wo du was anschaust, schon weißt, dass das eine Scheiße ist, wenn du zum Beispiel die ersten 4-5 Seiten bei Holofeeling oder nur den Buchdeckel liest, wenn du eine geschriebene Fassung hast und du weißt dann sofort, das ist sowieso eine Scheiße. Oder du siehst was anderes und sagst, da komme ich nicht mit. Und jetzt ist es so, ich habe ein wunderschönes Beispiel, kommen wir gerade, glaube ich, in Ich bin, du ist es drin, wo ich sage, da gibt es die erste Weise, gibt es ja ganz wenig Auflage, bloß die gedruckte Version des Deckblatt. Mhm. Dass wenn du jetzt zum Beispiel ein dickes Mathematikbuch in die Hand nimmst oder ein Buch über Quantenmechanik, ich meine ein wissenschaftliches Buch, kein populärwissenschaftliches Buch und du blätterst es durch, wenn du die Formen schon siehst, dann siehst du nur Bahnhof. Mhm. Und dann sagst du, das verstehe ich nicht. Komischerweise wirst du wieder mit einem Hintergrundwissen in keinster Weise sagen, weil du einen Respekt hast, dass das nicht stimmt. Ja. Dann sind aber wieder andere Bücher, die in einem einfachen Deutsch geschrieben sind, wo du auf sofort meinst, du weißt, dass das nicht stimmt. Mhm. Und die Frage ist, was machst du aus den Worten selber? Das ist wie wieder mit einem Geschichtsbuch und mit einem Märchenbuch oder mit einem Roman. Es ist doch die Quelle, die du benutzt, ist doch dieselbe. Es ist einfach nur Worte auf irgendeinem Träger. Ja. Mhm. Was ist da in dir drin, dass du das eine, das du denkst, du machst aus denselben Worten komplett, zwar gedachterweise dieselben Vorstellungen, aber das Gefühl, ob das stimmt, ob das da außen ist oder nicht da außen, es hängt davon ab, was du jetzt glaubst, was das für ein Buch ist. Genau. Ist es ein Märchenbuch oder ist es ein Geschichtsbuch? Oder eine Tageszeitung? Und dieses Überprüfen betone ich nochmal. Wenn dann irgendwelche Sachen, man muss es doch überprüfen. Hast du es jemals überprüft, was man dir erzählt hat? Du überprüfst nur das, wo du Zweifel hast oder was dir unlogisch erscheint und dann überprüfst du gar nicht, weil dann siehst du ja eh, dass das nicht stimmt. Aber alles, was für dich eine seriöse Quelle ist, überprüfst du doch schon gar nicht mehr. Nein, nicht mehr. Wenn du feststellst, dass das Unseriöseste das ist, was du die offizielle, die hinderliche Auslegung von Fachleuten in Bezug auf die Originalbücher, zum Beispiel auf die Tora, auf die Bibel, auf Physik- und Chemiebücher. Ich sage immer wieder, was in den Büchern drin steht, stimmt hundertprozentig. Es wird bloß total falsch erklärt, fehlerhaft erklärt, extrem fehlerhaft erklärt. Mhm. Am Beispiel mangelt es nicht. Es ist ganz, ganz simpel. Wie willst du was überprüfen? Was die Welt anbelangt, kannst du gar nichts überprüfen. Das musst du dir klar machen. Dein Überprüfen bisher besteht darin, dass du irgendeine Quelle, die du nimmst, deinen Reizauslöser aus Internet, aus Medien und Börsen, das ist die Geschichte Esther, dass du hier aus Medien und Börsen geistlos etwas nachäffst und aus diesen Worten praktisch Vorstellungen machst. Meine Engel, schau hin, das sind meine Engel.
Ausgedachterweise von dir sind Facetten von dir selbst. Wenn du weißt, wer du bist. Und diese Vorstellungen, die du in dir aufbaust, wie willst du das überprüfen? Eine lange Zeit lang habe ich nur darauf rumgehakt, wer hat in Deutschland eigentlich die Arbeitslosen gezählt? Wer zählt die Arbeitslosen? An wen haben die Deutschen eigentlich Schulden, wenn sie Schulden haben? Wer ist der Besitzer? Die Banken, du wirst merken, plötzlich alle sind verschuldet. Da muss doch irgendeiner sein, der das dann besitzt. Wenn du das einmal schaust, ob das Banken sind, Banken, Geld leiht sich, Geld leiht sich, Geld leiht sich, Geld. Das ist ein Zirkelschluss. Wir sind immer noch bei unserem Zirkelschluss. Ich habe es nicht vergessen. Meine kybernetische Schleife, mein Heizkörperbeispiel. Der tödlichste in einem Kreis, einen Punkt, den du dir denkst, ein Kreis besteht aus unendlich vielen Punkten. Ein Punkt ist ein dimensionsloses Nichts und wenn ich unendlich mal nichts aneinander liege, bleibt es nichts. Aber wir denken uns das auseinander. Und wenn ich einen Punkt, den ich anfokussiere, als den richtigen sehe, habe ich ein großes Problem. Ich habe den Zirkelschluss nicht verstanden, weil der Dreh- und Angelpunkt nicht Peripherie ist. Das ist wie wichtig, dass du das verstehst. Dick. Es ist kein Punkt in der Peripherie. Beim Kreis mache ich es so und bei der Kugel wird es dann die Sphäre. Es bleibt sich gleich, unser Rodix-Horoskop. Ja. Es bleibt immer im Mittelpunkt. Gesehen wird es in dem Punkt, in dem eigentlich nichts drin ist. Nur die Vorstellung vor mir und hinter mir. Das ist im Gleichgewicht. Eine Seite allein ist die andere trotzdem da, auch wenn ich die nicht denke. Wenn ich sage, jetzt ist es hell, ist es jetzt trotzdem dunkel. Mein Beispiel mit dem heliozentrischen Weltbild mit der ausgedachten Erdkugel, die von einer Lichtquelle angestrahlt wird, was ja alles ausgedachte Sachen sind. Ja. Jetzt, worauf ich hinaus will, ist das KL. Zirl, KL. Haben wir zwei Möglichkeiten, zuerst einmal. Genau genommen sind es noch mehr Möglichkeiten, nämlich zuerst einmal, ich mache das einmal ganz, ganz einfach. Was kann man mit KL alles machen? Ich tue mal den Bildschirm übertragen. Also das Zirr haben wir übrigens noch nicht durch. Das Zirr haben wir noch nicht ganz durch. Wir haben ja Zirr, es gibt noch Möglichkeiten. Wir bleiben mal bei KL. Die erste Möglichkeit von KL ist, dass wir das so machen. Dann heißt es wie Gott. Interessant wird hier auch mit hier übersetzt. Wieso? Das ist in diesem Nichts, hier in diesem Nichts, wie Gott. Wir können KL natürlich auch mit einer 70 schreiben. Auf, gemäß, dem gemäß HWH, wie HWH. Magst du, jetzt haben wir hier schon so HWH. Die Höhe ist das hier. Oben, unten. Aber es entspringt aus dem Mittelpunkt. Jetzt wird es dann einseitig, wenn man sagt, das obere, aber da haben wir schon ein Kreisen, Dollar erweckt. Das Joch. Das ist für viele, wieso heißt das, ist unser All-Einzel. Das ist das Joch. Und du wirst jetzt merken, die Bilder, es kippt ja alles in einen Bereich rein. Schau, ich mache das nochmal für welche, die Fortpfosten sind, die es gar nicht verstehen. Wir gehen mal das Joch ein und dann gehen wir ganz einfach mal Bilder ein und was gleich merken, wieso das Joch heißt. Du hast eine Welle, schau. Das ist ganz abstrakt. Hier siehst du das? Das ist das Joch. Das wird hochgehoben. Und wir wissen ganz, ganz genau, wenn wir in das Joch reinspringen, das ist immer, wenn ich jetzt so schaue, das kleine Bild an. Das, wenn ich mache, das ist nicht ganz korrekt. Weil wir uns jetzt das Meer und den leeren Luftraum und die Nulllinie denken. Und genau genommen entspringt, wir haben jetzt einen ausgedachten Mittelpunkt. Das sage ich immer wieder. Wenn man hier jetzt, ich kann jetzt das Bild nicht genau sehen, wenn ich das unten nehme und ich lasse das hochspringen und ich denke mir jetzt diese Trinität aus, These, Antithese, Synthese, entsteht im selben Moment unten nochmal gespiegelt dasselbe. Dann wird aus 2 wird dann 4. Mein Diapositiv, Diapositiv. So, wir haben also dieses L, das andere L und dann können wir bei, wir sind hier bei Zirkel, wir können das A jetzt vokal draußen lassen. Dann kriegen wir die Mitte. Und jetzt kriegst du das Ganze, die heilige Ganzheit. Das ist Kaal. Wenn ich das Kaal nochmal mache, das ist ja ein lautloses Zeichen, dann siehst du hier in dem Zeichen schon die Spiegelung zwischen oben und unten. Genau. Wenn du das jetzt spiegelst, das Ganze zusammensteht in einem 45-Grad-Winkel. Ja. Da müsste ich jetzt reinspringen nach Adam Riese. Ist 45 Grad, ist Sinus 45 Grad, ist nach Adam Ries.
Wenn du meinst, dass den Typen irgendwann einmal in der Vergangenheit gegeben hat, den hier, die 45, den hat es nie in der Vergangenheit gegeben. Das ist ein arithmetisches System, wo das alles entspringt. Genau. Und Sinus 45 Grad ist 0,707. Also, den wollte ich um. Einen Moment. Das sind die ersten, das geht natürlich dann weiter. Da haben wir das nichts und zwei Facetten. Interessant ist, wenn du das immer 1 durch 1 machst, kriegst du 1,414. Das, was ist das? Sagt dir die Zahl was? Die 144.000? Das dahin lassen wir weg. Dieses 414. 1,1414. Das ist die Wurzel von 2. Die Wurzel von 2 ist Sinus 45 Grad. Denn doof jetzt hier. Da haben wir sie. Siehst du, da steht er. Ja. Und der ist 2. Die Wurzel ist 2. Sägewinde Körper, männlich und weiblich, plus und minus. Aber was ist die eigentliche Wurzel? Im Farbenspiel wird er schön drauf eingegangen. Also gut, wir haben jetzt den Zirkel, dann denken, das ist wie Gott, wie ein Loch. Zum einen, zum anderen und Gott ist alles. Ja. Das heißt, ich brauche zuerst einen ausgedachten Gott und ich brauche Gedankenwelt. El Hayom, wie ein Gott, wie El, wie Gott, das Meer, wie das Joch mit der 70, mit den Augenblicken drauf. Und Kol jetzt, das Aleph und die 70, der Augenblick rausgeschmissen. Das ist ja immer das Rot-Blau-Lesen, weil die 70 ist ja die Quelle und das ist der Schöpfer oder dann der Augenblick und die Schöpfung. Ja. Zirkel, und dann haben wir nur den Schluss. Den Schluss kann ich jetzt natürlich hebräisch schreiben, dann kriege ich das Ayin Zub. Das große Geheimnis der Kabbala. Ayin, das Nicht-Vorhandensein, das Nicht-Existierende, S-U-B-Ende. Ja. Das ist bewusst verbunden in der Weisheit. Sub. Zoff sprechen die das meistens aus. Ein Zoff. Hier, die Juden machen Sub noch davon. Siehst du, das ist jiddisch geschrieben. Meistens wird es dann in der modernen Form in Zoff, ein Sub, das Bewusstsein. Das Subix, wenn ich das immer mache. Aber wir können das noch viel schöner machen. Pass auf, was jetzt passiert. Wir schreiben einfach mal Shin L U S S und ein Doppel S. Da steht er. Schluss. Schluss. Zirkel, Schluss. Was meinst du, was das heißt? 3. Ja. Diese Antithese sind diese. Das Rotgelesen ist der geschlossene Spiegel. Ja. Die Reihe. Übrigens K-Reihe S. Interessant, wir können den blau machen, die R, dann heißt es ein generiertes Ei. Das Ei kann ich wieder mit A oder mit I schreiben. Dann generiert es nichts, wenn ich es rot mache. AI gelesen. Ja. Was unser Ei natürlich dann plötzlich auch hier. Schau. Ja. Verrückt, ne? Ja, göttlich. Wenn ich Hüben 3 und Drüben 3 sage, das sind dann schon die Ausgedachten. Die ausgedachte rote und die ausgedachte blaue Hälfte. Darum steht es hier logisch aufgespannt. Die 3, die Reihe, die Generation eines Trümmerhaufens. Das ist Ei mit 70 gelesen. Geschlossener Spiegel sind 4 Spiegel. Der 4. ist in dem Fall rot. Der schließt das Ganze. Es ist Physik. Und deine Welt weiß nichts davon und die wird es nie wissen, wenn du das nicht vorher weißt, weil erst wenn du das weißt, kannst du dir das in die Köpfe deiner Figuren reindenken, was der Udo jetzt zum Beispiel macht. Ja. Aber wissen du das nicht, der Udo? Das ist ein Gedanke von dir. Ja. Das ist unser Spiel, dass ich jetzt in deinem Traum in Erscheinung trete, wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem roten Kopf. Ja. Und in deinem roten Kopf denkst du dir jetzt blaue Köpfe aus, deinen eigenen blauen Kopf, dann muss dir klar sein, wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Ich verwirkliche das, was ich seit 2000 Jahren predige. Und ich lebe es dir vor. Wo ist der Udo jetzt, den du dir ausdenkst? Der ist jetzt deine Information. So, und jetzt, der Udo ist ja nur, der Kopf vom Udo ist ja nur eine Kiste.
Der ausgedachte Udo-Kopf. So, was glaubst du, was jetzt in dem Udo-Kopf drin ist, wenn er an dich denkt? Jetzt ist die Frage, Gegenfrage stellen. Was meinst du mit dich, an mich denkt? Meinst du mich Geist, dann ist da gar nichts drin? Oder meinst du mich als Brösel? Also musst du dir jetzt an Udo ausdenken und wenn du sagst, ich bin die Helene, dann muss dir klar sein, dass wenn du jetzt als Helene mit dem Udo seid, dass dann jetzt in dem von dir ausgedachten Udo, der ja in dir drin ist, in dieser Kiste die Helene drin ist. Und jetzt kommt das Spiel, wo ich sage, in der Genauigkeit. Wenn du jetzt die Helene bist, hast du jetzt ein Bild vor dir. Mhm. Interessant. Es ist jetzt, wenn du das anschaust, das sind zwei Seiten, hast du auch ein Bild von dir. Es ist aber ein anderes Bild, wenn du diese Aufnahme dir anschaust, die jetzt gemacht wird und die du dir nur jetzt anschauen kannst, ist jetzt ein anderes Bild da. Jetzt, was ich dir damit eigentlich sagen will, dass alles, was passiert, ist jetzt. Das ist die Sache mit dem Bücherregal. Wenn du ein Buch in der Hand nimmst, sind all die Seiten und all die Worte jetzt. Bist du eine Seite, eine Zeile, ein Wort herausselektierst und es anschaust. Und dann, nur erst dann kannst du aus dem Wort ein Geräusch machen. Aber in dem Wort Räusch steckt der Rauschen mit drin, das Rauschen mit drin von GE². Wenn ein Rausch da ist, das ist jetzt ein Rauschen, ist das dann mal auch wieder ein Wort. Was bedeutet Rauschen? Der Rausch. Das ist jetzt hochinteressant. Meine ich den Rausch in Bezug von Alkohol? Besoffen? Betrunken? Spirit? Betrunken? Oder meine ich ein Rauschen? Ist Unschärfe, ein Rauschen. In der Physik nennt man, gibt es ein rosa Rauschen und ein weißes Rauschen. Rosa-rotes Rauschen ist angeblich alle Frequenzen, die wir uns jetzt denken, gleichzeitig, benutzt man zum Lautsprechermessen akustisch, und weißes Rauschen sind alle Frequenzen, die es prinzipiell gibt. Aber was ist eine Frequenz? Sowas hier wieder. Kannst du total vergessen. Jetzt könnte ich wieder darauf eingehen. Ja. Das heißt eigentlich, das heißt einmal, lateinisch heißt es reichlich. Rei im Kopf. Nein. Licht. Das Licht deines blauen Ich. Mhm. Das Licht ist wieder Lach, ist eine Lebensfrische. Das ist ein Riesenrauschen, ein Gemisch, wo du erst eine konkrete Information kriegst, wenn du dich auf was fokussierst. Ja. Du musst was herausfiltern aus dem Rauschen. Das sind alles, Rauschen ist eigentlich im positiven Sinne alles gleichzeitig. Okay. Das ist wie wenn du vom Bücherregal stehst, wobei das bei weitem noch nicht alles gleichzeitig ist, wenn du JCH bist. Wenn ich jetzt sage, dann stehst du vom Bücherregal, aber das Bücherregal ist nur eins von unendlich vielen Bücherregalen in der Bibliothek. Ja. Weil ich sage immer, wir machen ja jetzt diesen Jesus Christus symbolisch zu was Heiligen, aber da gibt es ja noch zig andere Heilige, von denen du gar nichts weißt. Okay. Es bleibt uns erst einmal nur Gedanken. Aber wenn du meinst, es wäre der Weisheit letzter Schluss, dass hier dir noch dann nochmal eine Kategorie drüber sein muss, nämlich eine Bibliothek, wo viele Bücherregale drinstehen, so Idee, das ist noch nicht. Weil es ist ja nur eine Bibliothek, es kann ja auch noch wesentlich mehrere Bibliotheken geben. Und du wirst jetzt merken, wir gehen wieder in das Unendliche. Wieder. Und das wird unendlich einfach, wenn du begreifst, dass das Unendliche, das Alles, ich nenne es einmal Alles, La, ist letztendlich eins. Ja. Beides ist nichts. Das Wort Nichts und das Wort Alles sind im Prinzip dasselbe. Das sind die zwei Seiten. Weil Nichts kann nicht existieren. Das Wort Nichts ist nicht Nichts. Wie oft habe ich das gesagt? Das ist ja schon Existenz. Und das Wort Alles im Prinzip nur gespiegelt. Alles kannst du auch nicht sehen. Es ist ein Symbol für alles, was man prinzipiell sehen kann auf einmal. Und zwangsläufig ist es Nichts. Weil wenn du was siehst, kannst du immer was, nur was dazwischenliegendes, Facetten davon sehen. Interlegere. Dann sind ja alle Facetten, die dann in Erscheinung treten, die zu existieren anfangen, letztendlich nur Facetten von dem absoluten Nichts. Ja. Creatio ex nihilo. QED, quad arum demonstrandum. Was zu beweisen gewesen wäre. Was ist eigentlich für ein großes Problem, dir zu beweisen, dass du selbst, der Geist, der mich jetzt sprechen hört, etwas ist, was gar nicht existieren kann. Der Beweis ist so einfach, dass ich immer wieder sage, was denkst du, wenn du an dich selbst denkst?
Sobald du an dich selbst denkst, entsteht eine Information in dir, die existiert. Wo kommt diese Information her, die jetzt zu existieren beginnt? Wo du sagst, das bin ich. Oder das war ich. Aus dir selber. Aber komischerweise, sobald du an was anderes denkst, bist du doch immer noch derselbe Geist, der seine ständig wechselnden Informationen anschaut. Das heißt, dir wird bewusst, dass ich selber als Dinge, das Gesetz des Geistes Gottes, als Ding an sich gar nicht existieren kann, weil ich alles bin. Mhm. Das ist Holofeeling. Ja. Das Gefühl, alles zu sein, das führt dich zu den Hologrammen. Jetzt ist es, dass jeder Gedanke, den du denkst, ist eine Facette von dir. Und jetzt wirst du begreifen, was die rote Liebe ist. Und all das wird in ganz einfachen Worten in den Offenbarungsschriften in diesen über 25.000 Seiten erklärt. Und in den Selbstgesprächen. Der göttliche Zirkel. Der Witz ist kompliziert. Der Witz ist, dass nicht darum geht, dass man das nicht verstehen kann, dass das so kompliziert ist, sondern ich betone immer wieder, dass ich erkläre so unendlich einfach, dass jeder 13-Jährige das auf den Schnitz verstehen kann, wenn nicht irgendein geistloser Besserwisser-Intellekt in ihm drin ist. Es ist ein intimes Spiel. Zeichne ein Quadrat mit drei Strichen, mein Standardbeispiel dazu, das ich immer wieder wiederhole. Das ist nur dir zu zeigen, boing, das geht nicht. Erste Reaktion, natürlich, wenn man das oft gut gehört hat, ist, natürlich, ist es ein Lächeln. Aber ich sage immer wieder, wenn du sowas zum ersten Mal hörst, wenn du in deinen geistigen Archiven jetzt zurückblätterst, hier und jetzt praktisch dich in die Vergangenheit denkst, dann musst du sagen, das erste Mal sagst du, es geht nicht. Oder wenn dann immer die psychologischen Tests oder die optischen Täuschungen, die Psychologie, die Wahrnehmungspsychologie, kommt sich so unendlich gescheit vor. Die muss klar sein, dass jeder von den ganzen Professoren und Doktoren nur nachäfft. Mhm. Was ist jetzt das? Sind das zwei Gesichter oder eine Vase? Ist doch nicht, ist es ein Monitor mit flackernden Lämpchen oder ist ein Fetzen Papier, wo Farbe draufgespritzt ist. Das sehen die nicht. Ja. Wo ist die optische Täuschung? Dreht sich die Tänzerin rechts oder links rum? Insider verstehen, jetzt könnte ich 1000 Beispiele bringen. Schau doch einfach, was jetzt da ist. Und dann wirst du feststellen, dass die eigentliche Täuschung ist, dass du hier meinst, zwischen zwei Möglichkeiten zu wählen. Dasselbe ist mit der Quantenmechanik. Die Quantenbits jetzt, die Quantencomputer, wo alle dran arbeiten. Das sind jetzt nur Gedanken. Aber die haben doch noch nicht mal verstanden, was ein Bit ist. Ja, 1 oder 0. Ist auch gut, 1 oder 0. Kann man darstellen als einen Schalter mit ein und aus. Was die komplett vorlassen, ist der ausgeschlossene Dritte, das ist der Schalter selber. Ja. Weil es muss jetzt erst einmal was da sein, wo ich sagen kann, der ist ein oder der ist aus. Schrödingers Katze. Lebendig oder tot? Leben ist eine auseinandergeschmissene polare Existenz und wir nennen das TOT, tot. Das ist im Hebräischen, im Jede ist eine Gestalt gewordene Erscheinung. Aber wie sieht es jetzt aus, wenn es keinen dreidimensionalen Raum gibt, sondern bloß einen Traum, der illusionär dreidimensional erscheint? Was übrigens das Wort Illusion schon sagt. Gott besteht aus zwei Lichtern. Es ist Licht und es ist Licht. Ein rotes Licht und ein blaues Licht. In Zahlen 30-30. 30-30 verbindet sich, das ist es U zu 60, das ist S zur Raumzeit. Ich brauche nämlich eine Lampe im Projektor und dann erst kann ich Lichter da außen und dann im Raum projizieren. Ich spreche nur an, wenn man das weiß. Das weiß keiner, den du dir ausdenkst. Du bist jetzt der Erste, der das erfährt. Wobei, wenn du das jetzt das erste Mal hörst, wo ich immer wieder sage, jetzt sollte das je nachdem jetzt wieder bewusst zeitlich gedacht hier, das habe ich der Helene schon vor 22 Jahren erzählt. Fast. Der Ritter. Jedenfalls schon. Ist ja noch länger dabei. Holofeeling-technisch ist der Ritter der älteste Hase in diesem kleinen Verein. Das ist eigentlich das Spiel. Und darum ist es dann so einfach. Du musst nur schauen, was jetzt da ist. Ihr Menschen, die ihr außen zu leben glaubt, ihr seht, laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Ein Zitat von meinem alten Ego. Und ihr hört Sachen, die ihr überhaupt nicht hört. Hörst du jetzt nach Menschen sprechen? Ihr merkt, nichts ist aktueller wie das Christentum.
Jetzt könnte ich in den Hitler reinspringen. Jetzt machen wir den einmal nicht negativ, weil die Siegermächte uns was eingetrichtert haben. Was natürlich nie in der Vergangenheit war. Das muss dir jeden Moment bewusst sein. Da außen ist nichts. Du hältst das zweite Gebot, es sind Märchengeschichten, die träumst du jetzt und du musst jetzt die Symbolik entschlüpfen. Ja. Wenn in ausgedachten Kriegen, egal zu welchem Zeitpunkt du dir den denkst, einer gewinnt, dann bestimmt der Gewinner, wer die Bösen waren, wer die Schlechten waren. Und jetzt geh mir und ich spiele dir die Berlin-Volkspalast-Rede oder was das war vom Hitler 1933, findest du in deinem Internet. Ja. Es ist vollkommen zeitaktuell. Wenn du mal deine ganzen Vorurteile und einseitigen Auslegungen weglässt, hast du exakt die Beschreibung von dem Jetzt. Oder meine berühmte Hess-Rede vom Kriegsverbrechertribunal, wo ich sage, es ist exakt Wort für Wort nahezu dieselbe Rede, die ich vor Pontius Pilatus gesprochen habe. Ihr seid keine Richter. Ihr richtet nämlich unvollkommen. Ein göttlicher Richter hat drei. Er sagt, du bist schuldig oder du bist nicht schuldig. Und er hat die dritte Möglichkeit, du bist zwar schuld, aber ich begnadige dich. Das sage ich zu jedem träumenden Geist. Ja. Du bist schuld an all dem, du erschaffst all das, was du träumst. Aber ich begnadige dich, weil ich weiß, dass du dir nicht raussuchen kannst, was du träumst. Aber das liegt nicht an mir. Ich habe dir nämlich die Freiheit gegeben, dass du auch was anderes träumst. Dann müsstest du dich aber für Sachen interessieren, die dir bisher extrem feindlich, falsch, verkehrt und böse erschienen sind. Ja. Das sind nämlich genau diese Facetten, die du für deine Heiligung brauchst. Genau so ist. Wenn ich weiß, was Heil bedeutet. Heil ist die Synthese von dem, was sich widerspricht. Und dann kommst du auf eine höhere geistige Ebene. Ja. Es ist alles sehr rudimentär drin in den ganzen Meistern, was die dir erzählen, mein Sadhguru. Ja. In einer kleinen Form, aber doch so viel Weltlichkeit, dass das nichts nützt. Ja. Es ist immer ein Karl Renz. Seinen Worten drin, wenn die Deppen, die ganzen Jesus dort sitzen, hatte ich jetzt nur ausgedacht und wohlgemerkt keine Schuldzuweisung. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich, wenn ich mir Deppen ausdenke, denen nicht vorwerfe, dass das Deppen sind. Und wenn ich mir geldgeile Politiker oder machtgeile Politiker ausdenke, werfe ich denen nicht vor, dass die so sind, wie ich sie jetzt denke. Ich brauche Charaktere für meine Märchengeschichte, für meinen Führerscheinprüfungsbogen. Bist du schon ich? Das Spiel spielst du wirklich allein. Das heißt, wenn du wesentlich die Welt verändern willst, die Welt, eine ausgedachte Welt, kann nur von dem verändert werden, der sich die Welt ausdeckt. Ja. Und jetzt musst du fragen, wieso denke ich mir die Welt so aus, wie ich sie mir zurzeit ausdenke? Und jetzt ist sehr hilfreich diese parallele träumender Geist und Computer, weil ich als träumender Geist ein Computer bin, der zurzeit nur das zu sehen bekommt, was ich an Daten und Regeln immer einen Arbeitsspeicher habe. Und das ist mein Schwamminhalt, den ich mir nicht raussuchen konnte. Das sind so simple, einfache Beispiele, Helene. Ich nenne dich jetzt einmal Helene, die heilige Helene. Muss man auch drauf hingehen. Und du musst es bis zum Erbrechen wiederholen, weil du wirst leiden bis in alle Ewigkeit, bis du anfängst zu verstehen, dass du die Quelle dieser fehlerhafte Intellekt, den du zum Denken benutzt, den mir komplett gleich lässt. Das ist die Sache mit dem Haar. Das Irre ist, ich sage jetzt nicht, es stimmt nicht, was du glaubst. Jeder hat recht, aber nur ein bisschen. Wir vervollkommnen das und dazu benötigst du all das, was dich bisher entweder nicht interessiert hat, das ist ja noch die harmloseste Form, von den vielen, vielen Internetseiten, die du anschauen könntest, wie schaust du dir an, das Beispiel dazu. Was schlimmer ist, was du als böse, schlecht definiert hast, was du unbedingt vernichten willst, das ist immer Selbstentheiligung. Ja. Das ist immer eine Selbstentheiligung. Ein Meer, das irgendeine Welle nicht haben will, dass dieses Meer selber aufschmeißt. Und dir muss klar werden, dass diese elementare Veränderung nicht möglich ist, solange du ein Brösel in deinem Traum bist. Dann bist du eine vergängliche Erscheinung. Es ist auch nicht möglich, wenn du jetzt zu einem bewusst träumenden Geist wirst, weil der träumende Geist noch keinen Einfluss drauf hat. Du musst zu dem werden, der sich
einen träumenden Geist ausdenkt, wo er sagt, das bin ich, und auch jetzt ganz bewusst weiß, wieso träume ich jetzt das, was ich träume, weil da im Hintergrund ein Intellekt ist. Wir sind immer noch bei dem Intellekt, ein Wissen ist und Regeln sind, Vorstellungen von richtig und verkehrt, und zwar extrem fehlerhafter Intellekt. Und jetzt sehe ich aber die Fehlerseiten, sehe ich auch, wenn ich immer mein klassisches Beispiel, ich behaupte, ich muss es so machen, ich behaupte, das ist ein Becher. Ja. Okay? Dann ist es ganz, ganz interessant. Das ist jetzt ein Becher, da ist kein Henkel nicht dran. Jetzt behauptest du, ich spinne, ich bin blind, weil da ist doch ein Henkel. Ich kann das, was ich jetzt auch, nein, das stimmt nicht. Ich benutze dich als Spiegel, um in die Kehrseite reinzuschauen. Genau. Kannst du dich auch so machen, ich behaupte, da ist ein Henkel dran und du sagst jetzt, das stimmt nicht. Das wäre jetzt die korrektere Darstellung in Bezug auf IUB als Wegweiser. Ich erkläre dir Sachen, die du jetzt nicht siehst. Ich lasse dich in die Seiten reinschauen, die zu dem heiligen Ganzen dazugehören. Ja. Da willst du als normaler Mensch nichts davon wissen. Und solange du von irgendwas, die allumfassende Liebe, solange du irgendwas nicht haben willst oder anders haben willst, mein schönes Beispiel mit den Puzzlestückchen. Ob ich jetzt sage, ich beobachte den Udo und dem fällt was runter und der sagt Scheiße und ich, der ich den Udo beobachte, lächle im selben Moment. Der ist ja auch, der Beobachter ist ein ausgedachter Beobachter. Ja. Das ist genau wie wenn ich ein Puzzlestück nochmal hier mit so einer Nase habe und muss ich die Gegenseite dazu machen, dass das eins wird. Dann kriege ich was Neues und umgekehrt. Wenn der Udo lacht, bin ich tief traurig. Über was lacht der eigentlich? Lachen ist übrigens Lebensfrische ist Lach und Lachen heißt die Melodie. Und jetzt sind wir bei meinem göttlichen Orchester, das ich so wunderschön beschreibe in den Ohrenbauernsbüchern. Wo wir jetzt auch improvisieren dürfen. Wo wir alle Musikstichten, vom Symphonieorchester zur Blaskapelle bis Heavy Metal und Hardrock, dass wir das alles, obwohl das sehr unterschiedliche Jargons sind, mit Holofeeling wird es ein riesen gigantisches Orchester, wo dann immer wieder mal der in den Vordergrund tritt und der, die halten sich alle an dieselbe Harmonie. Das ist wichtig. Und da darf improvisiert werden, aber es gibt harmonische Grundlagen. Deiner Menschheit, die du dir ausdenkst, ist jegliche Form von Harmonielehre. Die wissen nichts davon und wer ist dran schuld? Ich. Ich nehme alle Schuld auf mich. Das heißt, das ganze Bestreben von Holofeeling ist zuerst einmal, dass du erkennst, wer du selbst bist. Ich behaupte, du bist ich. Und wer ist? Ich bin der, der sich das alles ausdenkt. Ein Gedanke von dir wird sich immer das denken und wissen, was du denkst. Du musst dir den Satz ausdenken, den Menschen. Ja. So viel zum Thema Physiker und Philosoph. Und jetzt haben wir wieder die zwei Seiten. Alles, was bisher für dich unheimlich toll und klasse und bewundernswert war, kippt jetzt da ins Gegenteil und umgekehrt. Viele, viele, die du gar nicht beachtest hast und die du für dich ein Reizauslöser, ein Hassbild waren, wirst du plötzlich einen tiefen Respekt entgegenbringen. Zum Beispiel, wenn du mal ganz geistreich, wertfrei Hitlerreden dir anhörst, was Hitler über Kapitalismus sagt. Oh, das ja. Feindbild sind übrigens niemals die Juden gewesen beim Hitler. Das ist eine extrem falsche, reingestrudelte Erziehung. Das ist, wie würde er entheiligt werden, wenn man den Stachelkentrum, Zentrum, wenn man das Mittelpunkt nennt. Ja. Das heißt nicht Mittelpunkt, sondern Stachel, unser Dreh- und Angelpunkt. Übertragenerweise. Ganz interessant ist es natürlich dann mit dem Radius. Da muss ich jetzt fast nochmal reinspringen, wenn mir das kommt. Genau. Dass man auf was da ist. Der Radius. Das ist ja hier der Halbmesser. Das ist ein Stab. Das ist schon ganz interessant, wenn ich jetzt doch, SD ist eine raumzeitliche Erscheinung, hebräisch, die mir aufblüht. Mhm. Okay, dann kriegen wir jetzt unsere Ecken. Diese raumzeitlichen Spiegelungen sind Ecken. Jetzt stellst du plötzlich fest, dass der Radius dann die Speiche ist. Ja. Da haben wir schon SB, das raumzeitliche Wissen. Danke. Kriegst du den Radius, den Stab. Jetzt pass auf. Mathematisch, was ist Mathematik? Das gelernte Wissen von Dummköpfen?
Der Stab der Mathematiker, womit sie die Figuren auf der Platte. Schau mal, die Platte ist das Wunder von zwei Erscheinungen. Zwei Spiel sind ich oder TT 400, 400 ist Pi. Ja. Das Wunder von Pi. Mhm. Des Abakus, des Zeichentisches. Zeichen sind Zeichen, die Schriftzeichen. Im Anfang war das Wort und Worte bestehen aus Schriftzeichen. Tisch. Genau. Sind erscheinende Gestaltwertungen. Im Grünen erst ausspucken. Grün. GR. Fremd erscheinend ausgespuckt. Das Grün. Irak. Auf Hebräisch. Sind Wellen. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Aufgrund von Beschwörungen, ich lasse jetzt das Wesentliche, aufgrund von Beschwörungen zeichnet. Ein Zeichenstab. Mhm. Interessant ist hier das Wort Weberschiffchen. Ja. Das ist das Weberschiffchen. Und jetzt wirst du merken, dass dieser Weber ist ein hin- und herfahrendes Teilchen. Mhm. Webstuhl. Mhm. Das Ganze nennt man jetzt auch, pass auf, die Weberkunst. Der Schütze. Das ist, denk an unseren Pfeil, heißt außerhalb. Der Schütze, der am Pfeil abschießt. Ja. Das sind alles El, Len. El, Len ist Allah. Ja. Implosion, Explosion, jetzt beginnt ein existierender Bogen. Mhm. Was ist der Bogen? Das ist die Kamera. Das ist gut. Ach, da bin ich, da muss ich rein. Sorry. Kamera. Die E-Quadrat fängt an, sich zu wölben, ist eine gewölbte, geöffnete Ecke. Mhm. Stimmt oder stimmt? Ja. Das sind alles symbolische Bilder, da können wir jede über das Hebraisieren, mache ich dir Zahlen und dann kriegst du hier ganz, ganz exakt Beschreibungen von dem, was ist. Das ist nicht aus unartikulierten Dierlauten in Jahren von Jahrtausenden entstanden. Nein. Natürlich dann der klassische Radius des Greifes. Was natürlich hier, zuerst einmal dieser Weber, ist dir da was aufgefallen? Ich habe jetzt den Weberbaum mal so betont. Schau mal, hebräischen Weber. Schau mal, der ist wichtig. Weber. Das ist der Ivri. Ivri. Mhm. Ein doppelt aufgespannter Ivri. Was ist Eber? Die Seite, die Vergangenheit, einherziehen, überschreiten, hinüberziehen. Und diese Ecke ist immer am R-A-N-D am Rand. Strand, Rand, Land, Sand. A-N-D, A-N-D heißt Auf- und Abschwingen. Das sind die Sachen, bin ich so genau drauf eingegangen. Was müssen wir jetzt mal schauen? Das ist der Ivri, der Hebräer, deutsch-hebräisch. Mhm. Naja. Lichtgeist. Ja. Lichtgeist, genau. Und wonach wo bewegt sich etwas, wenn es sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt? Wenn doch Licht laut physikalischer Definition eine dimensionslose Geschwindigkeit ist. Mhm. Was ist eine dimensionslose Geschwindigkeit? Nichts. Nichts. Ein Hier und Jetzt. Dimensionen, ein absoluter Mittelpunkt. Licht im absoluten Mittelpunkt. Das ist das. Und die Physiker schreiben das und im selben Moment sagen sich, die Photonen bewegen sich aber dann mit 300.000 Kilometer in der Sekunde durch den Raum. Ja. Kilometer ist eine Dimension, eine räumliche und Zeit ist eine zeitliche, also auch eine in dem Vierersystem auch eine Dimension. Mhm. Es sind Widersprüche, Widersprüche. Wie schnell bewegen sich eigentlich dann die Wellen? Das longitudinale chronologische Denken ist eine riesengroße Falle für jemanden, der erkennen sollte, dass alles, was er lebt, hier und jetzt ist. Ja. Das ist übrigens sofort überprüfbar. Wo sind jetzt wieder? Schnapp, jetzt lass uns an die Kängurus in Australien denken. Wo waren die ganze Zeit?
Meinst du, dass sie draußen sind, wenn du sie nicht denkst, oder dass es Neandertaler schon gegeben hat, bevor du die ausdenkst? Oder Dinosaurier? Da kommen dann die vielen Widersprüche, dass Dinosaurierknochen eigentlich erst zeitgeschichtlich, kann ich dir Bücher zeigen und ich wieder aus das Buch, wir machen wieder jetzt Vorstellungen. Aber das sind die kleinen Fehler, die man finden müsste, wenn man selber drüber nachdenkt, dass Dinosaurierknochen von der Menschheit erst entdeckt wurde, nachdem Darwin diese Theorie in die Welt gesetzt hat. Mir hat keiner einen Dinosaurierknochen entdeckt. Jetzt kannst du natürlich dann immer wieder Gegenbeweise bringen, aber wir sind in dem Spiel, egal welche Seite du mir jetzt zeigst, ich zeige dir 1000 andere Seiten, wo es Gegenteil oder was anderes behauptet wird zum selben Thema, aber was schaust du an? Der Schlüssel besteht einzig und allein darin, dass dir bewusst sein musst, was ist jetzt da? Welche Information liegt jetzt in dem Moment vor? Und dann kannst du beobachten, was du, wenn da Worte zum Beispiel auftauchen, was du dann aus den Worten für Vorstellungen machst, die du wieder unbewusst um dich herum in Raum und Zeit verstreust. Holofeeling ist der hundertprozentig sichere, genaue Beweis, dass du ein ewiger Geist bist. Genau so ist. Und du wirst die höheren Ebenen nicht betreten, wenn du das nicht akzeptierst. Darum bin ich dir jetzt ein bisschen entgegengekommen. Danke. Und sagt das Leben, lassen wir vollkommen unangetastet. Das sind die Wunder, du spitzt hast da mal deine Rolle. Mir geht es einzig und allein darum, dass du diesen Zustand bekommst. Ich höre dann immer wieder, warum fällt mir das so schwer, wenn ich ja Selbstgespräche habe, bin ich voll dabei mit deinen Gedankengängen. Und sobald ich auf der Arbeit bin, ist es komplett vergessen. Ich sage, das denkst du dir jetzt. Es ist richtig, es war, du warst nie in der Vergangenheit auf der Arbeit. Genau. Die bewusst, jeder Moment, den du erlebst, ist die Bewusstwerdung eines unbewussten Zustandes. Mhm. Alles, was in dir zu existieren beginnt, ist Unbewusstsein. UN ist übrigens aufgespannte Existenzen von Bewusstsein. Plus, minus. Das ist es. Alles, was du denkst, ein ausgedachter Gott ist totales Unbewusstsein. Es sind existierende Sachen, sind vergängliche Sachen. Bewusstsein ist ewig. Dieses ausgedachte, ewige Bewusstsein und die ständig sich verändernden Gedanken. Ja. Aber dieses ausgedachte Bewusstsein ist nicht ewig, weil es ja nur existiert, wenn du es denkst. Das heißt, diese erste Denker und Ausgedachtes, ewiger Geist und veränderte, sich ständig verändernde Erscheinung, ist eine These, Antithese, die in dieser jetzt ausgedachten Synthese zusammenfällt. Naja. Natürlich, da gibt es Riesentabellen dafür, die ganz leicht zu verstehen sind. Das Einzige, was dich hindert, ist deine einseitige Rechthaberei. Dieses absolute Vertrauen auf das Geschwätz vom Zweiten, wo du so leicht Menschen testen kannst, wem vertraust du mehr? Dem, der das behauptet, was du sofort auf der Stelle überprüfen kannst. Ich mache jetzt Schnipp. Du hast jetzt 4 Figuren vor dir wahrscheinlich auf dem Monitor und alle diese 4 Illusionen von Menschenkörpern tragen Brillen. Hast du jetzt, während du aufmerksam zugehört, diese Brillen gesehen? Das ist das Spiel. Und jetzt fragst du dich und jetzt plötzlich machst du, dass das die ganze Zeit da war. Das alles wird erklärt, dass du permanent nachziehst mit deiner Logik. Wie viel Logik, wie logisch ist eigentlich eine Logik, wo 99,9% reine dogmatische Vermutungswissen ist, wo du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Das ist die ganze Religion, die Wahnsinnigen, die ich mir jetzt bewusst ausdenke. Die glauben, sie wissen hundertprozentig sicher, dass Jesus gekreuzigt wurde oder nicht gekreuzigt wurde. Oder die glauben, den hat es ja nie gegeben, das ist eine Märchenfigur. Mhm. Die einen wie die anderen glauben, wähnen sich hundertprozentig sicher, dass was sie glauben, das Richtige ist. Ja. Weit über 99% der Sachen, die du aufgrund eines jetzigen fehlerhaften Intellekts als hundertprozentig sicher bewiesen angesehen hast, puff, entlarven sich als eine Selbstlüge. Genau. Dazu gehört auch der Glaube, dass du meinst, du bist dieser Körper, an der nur existiert, wenn du an ihn denkst. Also das, was dich am Leben erhält, bist du als Mensch, als Trockennasenaffe bist du selbst. Ja. Wie lange willst du der Mensch noch sein? Wenn du jetzt ein total glückliches Leben hast, sagst, kann ich es ewig aushalten. Aber weißt du, was du dir entgehen lässt?
Dieses Wissen hast du nämlich innerhalb deines Lebens jetzt auch schon mal gehabt. Unterhalte dich doch einmal mit 13, 14-Jährigen, wenn die an 50, 60-Jährige denken. Und die so, dann ist das Leben sowieso vorbei. Genau. Wenn ich einmal so alt bin wie meine Mama, 45, dann kannst du es eh vergessen. Weil ich alt bin sowieso keine Ahnung. Stimmt oder stimmt? Ja, stimmt. Das ist doch der normale Wahnsinn. Also zeig mir doch die Weisen deiner Welt, die dir das erzählen. Ob das jetzt irgendwelche ESO-Gurus sind, die sich hinsetzen und in die Stille meditieren wollen, die sich asiatische Namen geben, wieso auch immer, konnten die sich das jetzt raussuchen, dass wir uns die jetzt so ausdenken? Wir sind nur zwei. Das bin ich und du. Ja. Jotzia und Itzia. Das Leben erleben nur zwei. Das ist das Spiel. Das Spiel des ewigen Lebens. Und wie gesagt, Rolle, immer wieder sage ich, die Rolle, die du spielst, wenn du an dich denkst, das lassen wir mal ganz leicht, was die ist, was du magst, was du nicht magst, mach es weiter. Beobachte, wie du reagierst, ob du es gern magst, ob es dich ankotzt, ob es weh tut, ob du ärgerlich bist. So Sachen, wie du reagierst davon, wenn du im Jetzt bist, löst sich alles auf. Mein Telefonanruf, eine Seite falsch verbunden, geh dir am Arsch vorbei, legst du hin. Andere Worte aus demselben Telefonhörer, durch deine Interpretation kann in dir ein Chaos passieren ohne Ende. Von wegen, Worte sind nicht mächtig. Geräusche. Einfach nur diese Geräusche, Worte in akustischer Form. Was die in dir für ein Chaos auslösen, ein Denken ohne Ende und dann beginnt Hirnwichserei auf ganz festgelegten Gleisen einer Logik, die du zu durchschauen hast. Da kann niemals irgendjemand, den du dir ausdenkst, besser oder weiter sein wie du selber. Mhm. Im Gegenteil, die Menschen um dich herum zeigen dir, wie weit du in deiner geistigen Liebesfähigkeit und Entwicklungsfähigkeit bist. Ja. Und dann kommt eine Übergangsphase, wo du dann die immer noch da sind, immer noch gedacht werden. Aber jetzt quittierst du das mit dem berühmten Schmunzeln, nicht mehr, dass du dich darüber aufregst. Es ist wieder so ein simples Beispiel, wo ich sage, wenn du jetzt normal Brüsselebene Führerschein, Theorie machst, du freust dich im Führerscheinprüfungsbogen, wenn dir sofort auffällt, wo du dein Kreuzchen setzen musst. Ja. Wo ich jetzt gesagt habe, wir kreuzen ja nicht die Fehler an, wir kreuzen jetzt gezielt, also mal spiegeln wir das die Fehler an und lassen das Richtige, lassen wir dann stehen. Das Rechte, Richtige. Was nichts zu tun hat mit irgendwelchen Rechten. Ja. Das Thema immer wieder den Einheitskreis, dass alles, was sich widerspricht, der höheren Ebene. Höhere Ebene, was vollkommen Neues. Und die höhere Ebene öffne ich dir mit Holophilie. Ja. Und dann immer in der Selbstbeobachtung, in Kleinigkeiten, im Alltag in Kleinigkeiten schauen, ob du noch abstürzt. Und das kompensierst du dann mit einem Lächeln. Und die Zeitspanne, da gibt es auch schöne Filme, die Zeitspanne von dem, wo du abstürzt, bis dem Moment, wo dir bewusst wird, jetzt müssen wir schon wieder Zeitfenster aufmachen, wo dir bewusst wird, dass du abgestürzt bist, die wird immer mehr sich dem absoluten Jetzt annähern, dass in dem Moment, wo du abstürzt, du auch im selben Moment lächelst. Mhm. Das zieht sich immer ein bisschen in der Ecke und dann kriegt man immer mehr Ruhe. Auch Trauer, Verlustängste, du musst loslassen. Das neue Programm muss aus dem Abo, das alte, da darf kein Hauch mehr da sein. Wenn du wach wirst und du stehst vor dem Bücherregal, bist du in einem Zustand, dass wenn du das neue Buch in die Hand nimmst, von dem jetzigen Leben eventuell überhaupt nichts mehr da ist. Ein vollkommen neues Leben. Es kann aber auch sein, dass du in dem jetzigen Leben jetzt Figuren, die du dir denkst, dass du dann die Rolle spielst. Dann bist du auch noch da war als ein anderer. Wenn ich behaupte, dass ich du bin und ich sage immer wieder, du bist, wirst das werden, was ich jetzt bin. Das heißt, das, was du sein wirst, ist das, was ich dir erkläre, was ich jetzt bin. Und wenn wir das jetzt austauschen, sage ich, dein Leben habe ich schon gelebt. Rückwärts. Darum erkläre ich dir das, ohne mich einzumischen, weil die Erfahrungen musst du machen. Du lernst durch Erfahrungen, die bleiben dir nicht erspart. Wie schwer die dir erscheinen, ist wieder eine Sache der Interpretation. Mir fällt jetzt mein Cem ein, mit seinen zwei Zwillingen, den habe ich was vorgesetzt. Der ist junger Vater, natürlich mit Sorgen, jetzt mit Holofeeling, unser Cem aus dem Chat. Und der hat zwei Zwillinge und das sind zwei. Ich liebe die Zwillingsgeschichte. Ob das Jakob und Esau ist, das zieht sich ja Johannes der Täufer und Jesus Christus, das zieht sich wie ein roter Faden durch. Und der hat dieses Problem mit seinen zwei Zwillingen, ohne genauer darauf einzugehen.
dass der eine halt ganz anders ist, obwohl die Kleine der andere ganz anders ist wie der andere. Das ist dieses Prinzip. Charakter, ja. Wie gehst du damit um? Man muss auf sein Innern weisen hören. Ja. Das ist alles, was sich widerspricht, gehört zusammen. Ja. Und nichts ist schlechter, wie mit einer Seite zu sympathisieren. Die wird immer die Seite als gut erscheinen, wo deiner Logik entspricht. Das ist das Verrückte. Das sage ich wie bei Programmen. Ja. Sag mir, mit wem du gehst, und ich sage dir, was für Zeug in deinem Kopf rumspielt. Weil dann hast du gewisse Themen. Und wenn du dann genauer hinschaust, ist es, dich wird irgendwie. Es ist immer für mich schwer, wenn ich neutral mich ausdrücken will, und jedes Wort wird von dir einseitig ausgelegt. Ich glaube, wir lassen es jetzt gut sein. Ich sage immer wieder das Negativste, ein alter Satz von mir, wenn ich jetzt einen auf der Bröselebene mitteilen will, wie unendlich geistlos, dumm und widerlich ich ihn empfinden. Das sind ja alles so negativ belastete Begriffe, die man übrigens mit Hodofeeling dann mit der Vordersprache auch positiv sehen kann. Ja. Du kannst die auch rot lesen. Aber die größte Beleidigung und Entgeistigung, die ich einen zusprechen kann an von mir ausgedachten Geistesfunken, indem ich zu ihm sage, du bist völlig normal. Das ist ja das, was alle wollen. Das ist doch nicht normal. Ich sage, dein Problem ist deine Normalität. Nicht das Nicht-Normale ist, das sind eigentlich die Sachen, die du wirklich dir zu eigen machen solltest, zu deiner eigenen Heiligung. Dazu kriegst du Liebe. Du musst Sachen einfach zuerst einmal akzeptieren lernen, wo dir die Haare zu Berge stehen. Immer mit dem Bewusstsein, hätte ich jetzt dieses Programm, dann würde es für mich, würde ich das genauso empfinden, wie der jetzt äußert, dass er das empfindet. Ja, ja. Es um irgendeine Speise, um ein Essen geht, wo du das ganz gruselig empfindest, und die setzen sich da rein. Und da gibt es halt so Tests, die weit über deine jetzige Vorstellungskraft hinausgehen. Ja. Du musst es bloß geschehen lassen. Genau. Ich sage immer wieder, ist das Nichts, das absolute Nichtstun, nicht einmal reagieren. Unter Nichtstun verstehe ich, dass du nicht einmal reagierst. Du schaust einfach nur, wie reagiert und bewertet wird. Du schaust dir diese vielen Einseitigkeiten, die in dir auftauchen, an. Und dann wirst du automatisch die andere Seite dir dazu denken. Das hat dann die das Bewusstsein, das dann lächelt, wenn hier Scheiße geschrien wird. Aber du selbst bist die Mitte, aus der das entspringt. Das ist der Zustand, wo du jetzt eigentlich anstehen solltest. Dann siehst du, du musst nicht einmal abgewöhnen, dass du dich ärgerst. Weil du dann als der du bist, der du schon immer bist, weißt, dass den du dir jetzt denkst, dass der sich gar nicht ärgert und dass der Zorn ja gar keine Schmerzen hat. Ja. Wenn einer Schmerzen haben kann, bin ich das als träumender Geist. Und dann kriegst du einen Zustand, wie ich immer erzähle, wenn du Filme anschaust, kannst du heulen, du kannst lachen und du kannst dich gruseln. Und während dir die Tränen runterlaufen, geht es dir eigentlich gar nicht schlecht. Genau. Im Gegenteil, du freust dich schon, heute Abend kommt der Film, jetzt normal gesprochen, weil du weißt, da kann ich so schön heulen. Ja, das, ja. Jetzt, das klingt schizophren, ne? Aber das ist jetzt genau das Gegenteil von Schizophrenie, genau. Weil du das bewusst machst und dann genießt du jeden Zustand, jede Emotion. Du kannst Grusel und Angst genießen, vorausgesetzt, du weißt, dir passiert ja nichts. Weil sonst wird es keine Gruselfilme geben. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Und du kannst dir hundertprozentig sicher sein, dass dir selbst als Ding an sich gar nichts passieren kann. Ja. Weil du nichts bist. Aber das war jetzt eine einseitige Aussage. Weil alles, was passiert, passiert bloß dir. Ja. Ja. Genau. Die zwei Seiten gleichzeitig, das ist die Erlösung. Genau. So, lass mal es gut sein. Spielen wir noch eine Runde Leben. Ja. Ich und du, wer denn sonst? Danke. Ganz allein. Das, was die Brösel sagen, der Lautsprecher, die kriegen es eh nicht mit. Dazu musst du dir keine Gedanken machen. Glaube ich auch nicht, dass jetzt da eine Helene oder eine Ritter oder eine Ariane irgendwas verstanden hätten oder gehört hätten. Pixelmännchen hören nichts. So ist es. Und der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, der hat es auch nicht mitgekriegt. Auch nicht. Nur du. Und was du von dem Gespräch jetzt mitbekommen hast, hängt von deinem Filterprogramm an. Ja. Es ist nur von deinen Filterungen hängt es ab. Was du aus den Worten magst. Aber es ist eine ganz klare Sprache. Kinder, einfaches Deutsch. Umso weniger du verkopft bist, umso mehr wirst du von den Worten verstehen. Ja.
Wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, werdet ihr das Reich Gottes nicht betreten. Ja. Mhm. Dazu musst du wissen, dass du nicht aus Fleisch geboren bist, aus einer Frau geboren bist, sondern der Geist, er weht. Du musst wissen, du bist aus Geist und Wasser geboren. Der Wind weht, keiner weiß, wo er herkommt und wo er hingeht. Wir wissen es. Er kommt aus der absoluten Mitte und geht wieder zurück in die Mitte. Danke. Bis gleich. Ja.